Herzlich willkommen zur 37. Folge der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Wir sind immer noch im Kennedy-Ritual, Teil 8, was da heißt, schon wieder 33. Und hierzu begrüße ich natürlich die Stefanie und den Jörg. Moin, moin und hallo. Ja, das Moin, Moin gilt mir wohl. Von daher das Gleiche zurück. Schöne Begrüßung an die Zuschauer und an die Moderatoren hier, an Michael und an Stefanie. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Und dass wir in einem weiteren Teil dafür sorgen werden, dass die Welt ein wenig klarer sieht, dass, obwohl sie uns in Wikipedia und über Regierungsstellen, über Fernsehen, Radio, Zeitschriften und Zeitungen deutlich machen wollen, dass wir in einem Honigkuchenland leben, in Deutschland oder überhaupt in Europa im Allgemeinen, dass alles ganz toll hier ist, Ringelpiez mit anfassen, um den Regenbogen tanzen und alles ist ganz super und jeder hat jeden lieb und Verschwörungen gibt's nicht und das Böse existiert überhaupt nicht. Ja, und das erinnert mich dann wieder mal an Kevin Spacey, der ja auf meinem rein deutschen Kanal diesen kleinen Videoclip, den wir da eingespielt haben, aus dem Film Die üblichen Verdächtigen. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht. Ausgerechnet der wird jetzt anscheinend im Augenblick angeklagt wegen der Vergewaltigung von ein paar Männern. Aber das ist ja nebenbei, das ist ja alles, das ist ja Verschwörung. Das muss man jetzt erstmal aussitzen, da wollen wir mal gucken, was es davon gibt. Und inzwischen sind wir hier im 37. Teil einer deutlichen Verschwörung, was jedes Kind klar erkennen kann, die über 60 Jahre jetzt fast her ist, also nicht über, sondern fast 60 Jahre her ist. Und die meisten tappen immer noch im Dunkeln. Und dieses Dunkeltappen, das wird Michael jetzt ein wenig erhellen. Und dabei hilft uns vor allen Dingen eben auch die Bibel. Und das ist schön dabei. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Michael und Stefanie eben auch in meinem Namen zu dieser Sendung. Ja, ich freue mich auch sehr, heute Abend wieder dabei zu sein, zusammen mit Jörg und mit Michael. Ich danke auch ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich auch jede Woche wieder darauf, mit euch hier zusammenzukommen und weiteres über dieses Ritual zu erfahren. Die letzten Folgen waren unglaublich interessant und es hat sich immer weiter gesteigert. Ich bin sehr gespannt, was heute kommt. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch direkt drauf ein. Also heute kommt eine total langweilige Folge, aus einem ganz einfachen Grunde, weil ich nicht genug Zeit gehabt habe, jetzt alles irgendwie so richtig fetzig zusammenzufassen und ich bin es auch eigentlich leid. Ich hatte zuerst überlegt, komplett ins absolute Detail reinzugehen, aber ich glaube, dass es dann nicht nur Menschen langweilen kann, sondern dass es letzten Endes auch nicht meine Aufgabe ist, jetzt alles en Detail darzulegen, sondern eigentlich eher so Hilfestellung zu geben zur eigenen Recherche. Deswegen Moment, heißt jetzt möchte ich noch mal ganz kurz dazwischen kommen. Ich habe vergessen, was zu sagen. Mhm. Wir kommen ja immer auf den Donnerstag zusammen. Heute ist Donnerstag, der 26. Mai. Das ist in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern der katholische Himmelfahrtstag. Ja? Und in Deutschland ist das hauptsächlich bekannt als Vatertag. Darf ich mal eben fragen, wer an diesem Vatertag vielleicht seinen Vater im Himmel geehrt hat, erhoben hat und ihm gedacht hat und zu ihm gebetet hat, wenn es doch schon Vatertag heißt? Soweit zu dem Thema. Gut, das war jetzt eine sehr, sehr aktuelle Meldung, die natürlich in 14 Tagen ungefähr hat. Aber wir haben halt ein bisschen Vorlauf da drin, ist auch völlig, völlig berechtigt. Fast alle Feiertage, die wir heutzutage feiern, sind so antibiblisch. Aber was wundert uns das in einer antibiblischen Welt? Gut, was habe ich mitgebracht? Ich möchte weitergehen in der Geschichte, in der Aufklärung um Kennedy. Ich möchte halt einfach jetzt wirklich weiterlaufen, weil ansonsten wird es halt hier wirklich zu zäh. Also schon wieder 33. Was meine ich damit? Ja, erstmal wollte ich mal 5 Minuten haben für die aktuelle Entwicklung da draußen. Es gibt nämlich Menschen, die kümmern sich tatsächlich um Verschwörungsmythen im persönlichen Umfeld. Diese Webseite, die natürlich irgendwo gesponsert ist, die hat sich das auf die Fahne geschrieben. Die meinen natürlich das, dass man eben anderweitige Meinungen, die nicht eben die Regierungsmeinung jetzt irgendwie anheimfallen, dass die dann halt damit gemeint sind. Ich meine aber was ganz anderes.
Ich meine nicht, dass es dann hier irgendwelche Mythen sind im persönlichen Umfeld, sondern ich glaube, dass Menschen, die aufgeklärt sind und Fragen stellen, heutzutage unerwünscht sind. Und das wird eben genau durch öffentliche Stellen, die halt über öffentliche Gelder auch noch finanziert werden oder über Stiftungen finanziert werden, eben genau unerwünscht dann irgendwo dargestellt oder als unerwünscht dargestellt. Deswegen hier eine Gegendarstellung, die gar nicht von mir ist. Das ist die Webseite, die ich nicht empfehlen kann, weil sie, wie gesagt, selber sich auf die Fahne schreibt, alles aufgrund der offiziellen Wikipedia- oder Regierungsmeinung abkanzeln zu können, was nicht geht, weil dafür müsste man ganz viel Recherche machen und man müsste auch dann meinen, dass die offiziellen Stellen Recht sprechen oder beziehungsweise die offiziellen Stellen dann jetzt auch die Wahrheit sprechen, was sie eben nicht tun. Aber wir haben auch noch ein paar andere interessante Fakten. Zum Beispiel gibt es jeden Abend, schreibt es hier jemand, einen netten Herrn, der jeden Abend um 20 Uhr, gemeint ist natürlich die Tagesschau, erzählt, was am Tag geschehen ist und der also auch ganz viele Verschwörungsmythen schon verbreitet hat, ohne die jemals dann wieder zurückgenommen zu haben, selbst wenn die sich halt rausgestellt haben als Lüge. Ja, zum Beispiel, dass es eben harmlose Erkältungen gäbe und so weiter. Und es gibt auch noch absurde Menschen oder absurde Theorien da draußen. Und je absurder die Theorie ist, desto mehr werden also die Menschen angegriffen und eben ein Argumentum ad personam gegeben, ein Argument gegen die Person und so weiter dann aufführen, nur wenn man halt sich dem Argument selber oder die ganzen Tatsachen selber nicht stellen will. Deswegen diffamiert man als. Und es ist schon ein bisschen länger her, dass eben auch die Tagesschau und andere offizielle Medien sich dazu geäußert haben und auch nie widerrufen haben, dass eben die Iraker beispielsweise keine Massenvernichtungswaffen gebaut haben, wo aber dann einfach die großen Printmedien und die großen Gesellschaften das alles als Tatsache hingestellt haben. Also wir kriegen eigentlich jeden Tag irgendwelche Verschwörungstheorien um die Ohren gehauen. Teilweise stellt sich dann heraus, dass es eben dann genauso nicht ist. Und jeder kann sich dann selber überlegen, ob er selber recherchiert oder eben alles glaubt, was ein Televisionskasten einem erzählt. Übrigens, dieser Televisionskasten hat einen Spitznamen in den Vereinigten Staaten von Amerika, der heißt Idiotenbox. Kann sich jeder mal auch dazu mal überlegen. Also es gilt heutzutage, dass Unwissenheit Stärke ist, denn man ist man ja in der Mehrheit. Man hat ja dann ein Mehrheitsargument, wenn man nichts weiß, dann glaubt man ja alles und ist deswegen auch dann ein neuer Zeuge einer Religion, die eben nichts mit Tatsachen zu tun hat, sondern halt alles mit Glauben. Und deswegen hat auch dieselbe Veranstaltung, die jetzt hier entschwört, heißt auch denselben Geschäftsführer wie zum Beispiel mein Kind ist rechts, was tun. Ja, ich frage mich dann nur, was ist mit der anderen Richtung? Ist die kein Problem, wenn mein Kind links ist? Oder wenn mein Kind Linkshänder ist, was ist dann? Ist das auch ein Problem? Leute, die Zeit ist dafür zu schade. Wir machen einfach weiter. Empfehlen kann ich euch ein Video von Professor Dr. Christian Rieck über den neuen Zensus, der natürlich angeblich völlig harmlos ist. Ein sehr interessantes Video. Er hat damals in diesem Video gesagt, vor ein paar Tagen, das Verfassungsgericht hat damals, in den 80er Jahren, auch im Sinne der Bürger entschieden. Ne? Das ist sehr interessant. Damals, ne, wo es darum ging, um eine Volkszählung im Jahre 1987 abzuhalten, der Teufel jetzt hier schon im Detail steckt. Ne? Also das ist schon sehr interessant. In der Bibel sind auch solche Zählungen auch verboten. Ne? Das weiß natürlich auch niemand, weil ja keiner wie die Bibel liest. Und deswegen kann ich euch beispielsweise dieses kleine Video von etwas mehr als 29 Minuten durchaus empfehlen. Das ist sehr interessant, was der Mann dazu sagen hat. Und der ist immerhin jemand, der sich damit wirklich beruflich beschäftigt. Also den könnte man zuhören. Aber wie gesagt, damals. Ne? Damals war halt wirklich manches besser. Und er hat wirklich gesagt jetzt hier in dem Video, das Verfassungsgericht hat damals, wie gesagt, auch im Sinne der Bürger entschieden. Und es hat einfach sehr viele gegen die damals Regierenden und so weiter eben dann halt beschlossen. Das ist sehr interessant, Video kann ich nur anraten, ist sehr interessant. Auch den Film Wag the Dog ist sehr interessant, wenn man dann sieht, dass es dann heutzutage auch Kriegsdarstellungen gibt, die eigentlich ein Schauspiel sind, wo halt es ganz andere Hintergründe gibt, aber dafür gibt es auch eine eigene Reihe auf Jörgs Kanal, die dann heißt quasi Moderne Kriege. Das ist auch sehr interessant, das hat auch mit der Ukraine und alles zu tun. Und abschließend kann ich hier mit dem freundlichen Herrn, der sich jetzt hier wirklich der absolut besten Laune erfreut, als dann auf einem World Economic Forum die Sprache kam über die nächste Pandemie. Also Next Pandemic, die nächste Pandemie. Und es gibt Menschen, die profitieren eben davon, weil sie eben rechtzeitig ihre Aktien in den entsprechenden Unternehmen angelegt haben. Und solche Menschen machen das über Jahrzehnte. Die haben dann auch unglaubliche Erfahrungen mit Viren.
Das heißt nicht, dass sie damit irgendetwas Gutes machen. Das heißt dann so, dass diese Menschen halt über Jahrzehnte schon Menschen beispielsweise abhängig machen mit einer gewissen Software, die dann aber mit Schädlingen angeblich behaftet sind. Und die nennt man dann zufälligerweise genauso wie dann in einem medizinischen Jargon. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Und wenn jemand dabei Böses denkt, möge er sich einfach den Vater und auch die Geschichte seines Vaters angucken. Und dann könnte jemandem auch ein Licht aufgehen, was eben die Agenda dieser sogenannten globalen Führer dann auch sein könnte. Gut, also wie auch immer, ihr könnt euch denken, wo es dann weitergeht. Es geht hier weiter im Ritual mit der nächsten Vernebelungsaktion. Das hat nämlich ganz stark zu tun mit diesem grimmig guckenden Herrn E. Howard Hunt, der sogar auf seinem Grabstein stehen hat, dass er bei der CIA gewesen wäre, und zwar von 1946 bis 1970, also genau zum Zeitpunkt der Ermordung von Kennedy, und der auch mit Watergate etwas zu tun hat. Wenn jemand etwas über den Kennedy-Mord wüsste, dann wäre er das. Und er macht Folgendes: Er ist ein Agent und er sagt euch immer nur die Hälfte der Wahrheit. Auf dem Sterbebett hat er etwas Interessantes gesagt, was ich nicht glaube, und er hat aber was Interessantes in die Kamera gesagt, was ich dann wiederum glaube, was immer sehr schwierig ist, jemanden zu glauben, der halt schon des Öfteren mal lügt oder professionell lügt. Er hat immerhin gesagt, die Jesuiten haben den größten Geheimdienst in der Welt. Das hat er in der 1998er Videoausgabe dieses Formates dann hier gesagt. The greatest intelligence service in the world. Okay. Das haben wir ja alles schon. Das kann ich auch gar nicht bestreiten, Michael. Da hat er ganz sicher recht mit. Und wenn man das aus einer anderen Quelle sich mal bestätigen möchte, dann sollte man in der Lage sein, Englisch zu lesen, und muss das Buch lesen, The Global Vatican von Rourke. Wie heißt der wieder? Afro-Manhattan. Nein, The Global Vatican von dem Malteser-Ritter und ehemaligen US-Botschafter. Francis Rooney, danke. Ja. Ich dachte eben Rourke, Rooney, ja. Rooney. Ja. Wenn man das Buch gelesen hat oder wenn man die Lesung von Tom verfolgt hat, der das in knapp 100 Teilen, ich glaube 99 Teilen gelesen hat, die alle auf meinem BitChute-Kanal zur Verfügung stehen, sie ganz schauen gratis, und man liest das Buch, dann versteht man das ganz deutlich, weil er bespricht da tatsächlich, wie die verschiedenen Abgesandten der verschiedenen Länder sich während des Zweiten Weltkriegs im Vatikan unter anderem ganz köstlich amüsiert haben, tagsüber unterhandelt haben und nachts gefeiert und so weiter und so weiter. Also das sind alles Dinge, die kommen in dem Buch mehr oder weniger zur Sprache. Das ist schon ganz interessant. Also von daher kann man dieser Aussage dieses CIA-Chefs ganz deutlich glauben, vor allen Dingen, weil ja auch viele andere CIA-Chefs eine Kerbe in dasselbe Holz geschlagen haben. Ne? Ja, ja, das ist alles ein Verein, ne? Ja. Mit denselben Einstellungskriterien im Übrigen auch. Also du musst schon eine militärische Laufbahn gehabt haben, du musst also schon gearbeitet haben mit Geheiminformationen und beim Militär gewesen sein, um da jetzt auch der Chef werden zu können. Das ist nicht wie der deutschen Bundeswehr, dass du da Frauenärztin bist, um dann halt plötzlich der Anführerin einer Armee zu sein. Nee, nee, also die müssen schon gedient haben und alles hier, die Leute, ne? Mhm. Naja gut, wir kommen weiter. Das ist jetzt alles nach Wiederholung vom letzten Mal und deswegen springen wir an diesem Fall unglaublich hin und her, denn ihr wollt ja wissen, wie es weitergeht. Und ich möchte auch weiterkommen, nämlich zu der nächsten Überleitung. Jetzt nochmal ganz kurz Wiederholung hier. Das ist das, ja, quasi der Jerusalemer Teich, also das Bethesda Naval Hospital, Militärhospital auch, von Franklin Roosevelt gegründet, was eben nach dem Bethesda Teich in Jerusalem dann benannt worden ist, also demzufolge dann auch wieder einen Bezug zu Jerusalem hat, damit das Ritual der Freimaurer auch weiterläuft. Ja, Jerusalem oder Bethesda sozusagen heißt Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit. Und ich möchte jetzt wirklich weitergehen, weil sonst, wir haben noch tausende von Seiten und das macht keinen Sinn. Deswegen gibt es eine Autopsie in Dallas und eine Autopsie in Bethesda, die sich komplett vehement unterscheiden. Das hat aber damit zu tun, dass dann auch unter Umständen andere Dinge damit zu tun haben, dass da unter Umständen Dinge vertauscht sind. Ich möchte ja nicht allem vorgreifen, es gibt ja sogar Menschen, die sich darauf versteifen zu sagen, die Leichen sind vertauscht worden. Und es gäbe einen Grund, warum der Herr Tippett umgekommen ist. Denn der Tippett hat nicht umsonst eine frappante Ähnlichkeit zu dem Herrn John F. Kennedy. Glaubt ihr nicht? Da ist es doch. Das meine ich. Das meine ich hier. Guck. Ja. Und das würde auch erklären, zum Beispiel, das ist jetzt nur eine Verschwörungstheorie natürlich, ne? Das kann man auch dann wieder entschwören, dass eben genau das der Grund gewesen ist, warum jemand Bestimmtes hätte sterben müssen. Nachdem dann klar war, dass der Präsident gestorben war, ist dann ein paar Minuten später der Herr Tippett umgebracht worden, ermordet worden, erschossen worden. Und man hatte dann also einen zweiten Leichnam. Aber das ist jetzt, wie gesagt, natürlich eine total brutale Verschwörungstheorie. Ne? Ja, ist schon komisch, wie manche Dinge so laufen im Leben, gell?
Gut, geht aber weiter mit handgreiflichen Fakten. Die Fakten sind, dass es dann beispielsweise in Dallas eine kleine Wunde war, was dann in Bethesda eine ungefähr fünfmal so große Wunde geworden ist und dass das Gehirn verschwunden ist von Dallas zum Bethesda Hospital. Das ist kein Spaß. Also irgendjemand hat sich des Gehirns des Herrn Kennedy bemächtigt. Da muss man doch schon ein ganz, ganz, ganz vehementer und pfiffiger und vor allen Dingen ein mit allen Wassern gewaschener und ein hochgradig bekannter Trophäenjäger sein, oder? Wenn man an die Leiche des Präsidenten rankommt, da kommen nicht so viele Menschen in Betracht. Und auch die Aufbewahrung des Herrn Kennedy mit normalen Sheets, also wie man ja aus dem Freimaurer-Ritual zum Beispiel kennt, dass er einfach so in Leinen gelegt wird, ne, ist dann mit einem Bodybag, also mit so einem... wie soll ich mal sagen, mit so einem Zipper, also mit so einem Reißverschluss und so weiter Behältnis, dann vertauscht worden im Bethesda. Als er da angekommen ist, hat er eine ganz andere Umhüllung gehabt, Umkleidung gehabt, als er dann in Dallas losgeflogen ist. Ja, und auch der Sarg hat sich geändert, von einem zeremonialen Sarg zu einem völlig ordinären Sarg. Deswegen, ne, das ist ein fantastisch, also als Lee Harvey Oswald, ja, der da zu dem Zeitpunkt in einem Kino, einem Theater festgenommen war und dann im Dallas Police-Dingsda-Quartier dann saß und verhört worden ist, was der für einen Einfluss gehabt haben muss, ja, der weit alles übersteigt, was jemals ein Mensch bis jetzt geschafft hat, nämlich dann aus der Ferne heraus zu delegieren, dass also dann auch hier Gehirn entnommen wird und auch der Sarg vertauscht wird, ne? Also unglaublich. Also wer das dann noch glaubt, wer da nicht sieht, dass es das alles eben noch nie gegeben hat in diesem Leben, dass dann plötzlich Särge vertauscht werden und Gehirne entnommen werden, dem fehlt dasselbe anscheinend. Ich weiß es nicht. Ja? Bitte, liebe Zuschauer, die Geheimdienste hatten Jahre Zeit, die hatten über 4 Jahre Zeit, alleine den Zapruder-Film zu manipulieren, wo wir dann vehement drauf eingehen werden. Ja? Und deswegen ist es kein Wunder, dass eben genau dieser Kandidat, dieser Hiram Abiff in diesem Ritual, wenn er denn dann endlich tot ist, oder zumindest spielerisch tot ist, dann eben einfach in so einen Sack dann hier gepackt wird, ne? Also nix hier mit Zipperbag, also mit Reißverschluss siehst du da nix, ne? Das ist einfach ein Ding, was von 4 Leuten festgehalten wird. Hier seht ihr den Delinquenten sozusagen, den angeblich ermordeten Architekten, ja? Da seht ihr genau dieselbe Geschichte, wie Kennedy auch eingepackt worden ist. Zumindest in Dallas. Wir reden ja von Dallas. Das Ritual hat in Dallas stattgefunden und nicht im Bethesda Hospital. Hm? So, und dann wurde eben sein Grab markiert draußen, er wurde unter Geröll vergraben und so weiter und dann noch ein Akazienzweig. Den habe ich jetzt bei Kennedy nicht gefunden, aber man muss ja auch nicht in alles reingehen, oder? Deswegen springen wir jetzt einfach mal. Wir springen einfach mal und ich zeige euch nur, wie das also letzten Endes aussieht. Das machen erwachsene Männer, die halt einfach weiterkommen wollen, die ein Meistermaurer werden wollen, die lassen sich spielerisch ermorden. Na, so viel mal eben zu der Frage, ist das positiv oder negativ? Hier geht es sich um Tod, oder? Also von daher, wie gesagt, das ist alles ein Ritual, das hat alles keinen Sinn, das ist auch alles historisch überhaupt nicht belegt. Ja? Ich erspare euch das wirklich, weil wenn man jetzt in alle Rituale reingehen, ne, was auch sehr interessant ist, 15 symbolische Tage später, da musste ich ja dann auch an eine gewisse Offenbarung denken. Aber wie gesagt, wenn wir das machen, wir haben nachher 390 Sendungen Kennedy. Ihr werdet nicht eures Lebens mehr froh. Nachher sagt ihr auch, alles lang, immer dasselbe. Ja, aber das sind eben Menschen, die hinter geheimen, verschlossenen Türen Dinge machen, die ihr nicht wissen sollt. Ja? Die ihr nicht wissen sollt. Ja? Ein Dreiecksgefängnis. Ne? So, alles so geheime Geschichten, die da gemacht werden. Ja, Dreieck ist natürlich klar, hat mit der Hierarchie der Freimaurer etwas zu tun. Ne? Der Oberfreimaurer namens Pike, Albert Pike, der hat nämlich dann erklärt die Legende von Hiram Abiff. Nämlich, er hat gesagt, die 3 Namen der Jessen, die wären Jubelo, Jubela und Jubelum und die wären eben gefälschte oder korrupte Namen. Hm? Und das ist interessant, weil die früheste Wahrscheinlichkeit der 3 Tramps oder zumindest 2 davon war eben E. Howard Hunt, den wir schon eben gesehen haben, der amerikanische CIA-Agent und Frank Sturges. Zwischenzeitlich war es dann Charles Harrison, Charles Rogers und Chauncey Holt und später wurde dann erzählt, dass die Namen auf dem Dallas Police Revier dann eben Gus Abrams, Harold Doyle und John Gedney sind. Das heißt, die Wahrheit ist immer relativ. Ne, die ändert sich dann dauernd. Ja, Albert Pike beherrscht angeblich 16 antike Sprachen und Albert Pike war halt Hochgrad Freimaurer, der angeblich diesen Brief geschrieben hat an den damaligen Freimaurer Herr Mazzini, der ganz stark mit der italienischen Mafia involviert ist, die wiederum ganz stark mit dem italienischen Vatikan involviert ist. Und das ist letzten Endes alles so wie Birds of a Feather flock together, also eine Hand wäscht dann die andere. Deswegen gibt es da so einen Brief, wo also drinsteht, dass also im letzten Weltkrieg sozusagen dann der Islam und das Christentum sich gegenseitig zerstören. Alleine schon in dem Satz ist ein Fehler drin, denn Christentum würde nie irgendetwas zerstören.
Ja, denn wir haben unseren anderen, unseren Nächsten zu lieben. Also von daher meint er dann höchstens Katholizismus. Und schon geht der ganze Streich dann schon wieder los. Er dürft diesen Menschen einfach nicht glauben. Ich habe auch Schwierigkeiten zu glauben, dass das ein authentischer Brief ist. Ich glaube letzten Endes, dass der Herr Albert Pike gar nicht so allwissend ist, wie er sich hier darstellt. Und das werden wir in ein paar Minuten aufklären, warum das so ist. Ja, nochmal, dieser Empfänger hier dieses Briefes, Giuseppe Mazzini, der wird hier benannt in einem Buch, das heißt La Vera Storia della Mafia. Da könnt ihr euch jetzt selber überlegen, warum der Herr Mazzini dann in diesem Kontext dann da halt bemüht ist. In dem Buch von Manly P. Hall, Die verlorenen Schlüssel der Freimaurerei, da geht er nämlich auch besonders auf diese ganze Geschichte mit Hiram Abiff und alles ein. Und das ist sehr interessant, weil wenn man sich da wirklich weiterbilden möchte, muss man nur Fragen stellen und schon kriegt man nämlich keine Antwort. Die Frage ist nämlich beispielsweise bei Unwit Coptis, das heißt, er ist unseren Unternehmungen gewogen oder er war unseren Unternehmungen gewogen. Ja, die Frage ist nur, die niemand stellt, wer ist denn er? Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ziemlich einfach, weil auf demselben Dollarschein steht nämlich drauf, wer das dann ist. Ne? Hier, in God we trust, also der Gott des Geldes, also der Mammon. Das ist doch ganz klar. Also damit ist eigentlich schon bekannt und benannt, dass es dann eben hier um Satan geht. Abgesehen von der Farbe. Es ist eigentlich immer ganz einfach. Und wenn dann auch ein Freimaurer entgegen, ja, grinst, kann man nicht sagen, ne? Aber entgegen guckt hier, dann ist doch eigentlich die Geschichte klar. Und das ist letzten Endes alles immer dasselbe. Es ist immer ein anderer Name für Satan. Ob der jetzt Mammon heißt oder ob der jetzt Baal heißt, ist doch völlig wurscht. Denn niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ja. Könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, und dann ist auch ganz klar, welchen Gott die hier meinen. Ist doch immer dasselbe. Und deswegen brauchen wir gar nicht in die ganzen Geschichten mit der Freimaurerei rein. Wir müssen das nur so weit erklären, bis halt klar ist, warum das mit dem Kennedy so abgelaufen ist, wie es dann eben gemacht worden ist. Er ist also verletzt worden durch die ersten beiden Attentäter sozusagen und vom letzten halt ermordet worden. Und deswegen sage ich nochmal, diese ganzen drei Schüsse, die da eben gekommen sind, die haben natürlich drei Wunden verursacht, wenn wir schon wieder bei der Zahl 6 wären. Und das ist eben ein Symbol auch für eine heidnische Trinität. Egal, ob die jetzt Isis Horoseti hieße oder ob die jetzt anders hieße, völlig egal. Interessantes Video dazu ist übrigens von dem 7-Tages-Adventisten, was mir im Herzen leid tut, weil ich den Jim Arabito eigentlich sehr, sehr gut finde. Aus dem Video Babylon is Fallen, die Folge 3 von 7, Satanische Braut oder Satans Braut, da sagt er nämlich genau an einer gewissen Stelle, dass er ein Schriftstück gefunden hätte, eine Zeitung, die er aber nicht mehr findet, dass er also von jemand anderem gelesen hat, der behauptet hatte, ja, das habe ich meinem jesuitischen Bruder John F. Kennedy zu verdanken, so ungefähr. Kann diese Stelle mal suchen. Ich habe es ja auch hier auf Video. Interessant ist, wenn man halt weiß, wieso spricht denn irgendjemand mit dem Kennedy als Jesuiten an? Ist ganz klar, die hatten eine jesuitische Douay-Rheims-Bibel. Die haben wir schon mal bezeichnet und benannt. Also so weit weg, das zu vermuten, ist das nicht. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass also alle möglichen Menschen und von Kennedy da auch eine jesuitische Ausbildung hatten und auch mit Jesuiten zu tun hatten. Übrigens, David Kennedy, ich weiß gar nicht, ob wir den in seiner Familie auch erwähnt haben, der war sogar Vorsitzender einer der Zentralbanken in Amerika. Also nicht der Federal Reserve selbst, aber der Federal Reserve, ich glaube, der Staat ist New York oder so. Ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Das hat Tom vorgelesen in dem Buch The Vatican Billions. Habe ich gerade heute gehört oder gestern gehört, dass David Kennedy da eben auch mit diesem Sidona. Ja, Auch mit zu tun hatte. Ja, Auch mal ganz interessant. Ne? Und wir wissen ja, weil du jetzt gerade eben die Jesuiten erwähnst, ob das jetzt jesuitisch ist oder ob das Kolumbus-Ritter ist, Potato, Potato, ne? Ja. Also man muss dazu sagen, dieser von dir angesprochene David Kennedy, das ist dann der vierte Sohn von Robert Kennedy, also vom Bruder von JFK. Und ja, also man muss da nicht besonders begabt sein, um zu wissen, dass diese ganzen Menschen, wenn schon der Papa seines Papas ein Kreuzritter gewesen ist, dass da ganz viel Religion im Hintergrund läuft oder im Vordergrund eigentlich sogar bei den Kennedys, weil die haben ja oft genug den Papst und alles besucht, ne? Gut, deswegen haben wir die Jungs jetzt hier genau mit den drei Wunden. Das ist schon interessant, dass also genau die Freimaurer als auch die Jesuiten irgendwie immer mit drei Wunden rumspielen, ne? Das ist schon interessant. Dreinägelsymbolik, ne? Bevor ich jetzt zu den wirklich interessanten Sachen komme, nochmal eben eine Frage. Es gibt
Nur eine Quelle, die besagt, dass die letzten Worte vom JFK gewesen wären. Und zwar in der Richtung der Gattin des Gouverneurs, der Frau Connelly. Die hat sich eben zu dem Kennedy dann eben umgedreht und er hat dann eben kommentiert und gesagt, Mr. President, Sie können nicht behaupten, dass Dallas Sie nicht lieben würde. Und Kennedy hätte angeblich dann zurück erwähnt, nein, nein, das kannst du sicher nicht. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen so ein Play of Words jetzt hier. Ne? Vielleicht meinte man dann halt Dallas, aber mit Dallas meint man ja eigentlich normalerweise die Stadt. Aber das kann natürlich auch ein Wortspiel sein. Ne? Ich lege mich nicht darauf fest, aber ich habe das die ganze Zeit schon mal im Hinterkopf gehabt, weil das würde auch passen. Ich meine, wenn schon unser Schweizer Historiker Daniele Ganser sagt, dass der Alan Dulles dann so für ihn der Hauptdrahtzieher war des Attentates, dann redet doch einfach mal so, wie ein Amerikaner reden würde. Mr. President, you can't say Dulles doesn't love you. Und schon habt ihr ein Problem, weil das kann natürlich auch genauso gut so eine verschmitzige Bemerkung sein. Aber ich will mich da jetzt nicht auf Wortspiele festsetzen, aber Alan Dulles und die Stadt Dallas ist schon relativ nah beisammen. Und dieser Alan Dulles war eben vorher der CIA-Chef gewesen, der halt rausgeworfen wurde durch den Herrn Kennedy. Ja. Also nochmal zu dem Ritual. Die Geschichte ist, dass eben dass der Körper des Delinquenten dann eben außerhalb der Stadt verbracht werden muss, was ja dann auch passiert ist. Der wurde ja sogar außerhalb von Dallas rausgebracht und dann eben nach Jerusalem, also zu Bethesda. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann werdet ihr das nicht verstehen, aber ich habe jetzt mittlerweile keine Zeit mehr, da jetzt komplett wirklich reinzugehen, jedes Mal alles von vorne dann zu machen, weil das dauert halt einfach. Es geht einfach nur darum, dass diese Menschen euch niemals die Wahrheit sagen, deswegen ist deren Motto dann auch die Ordnung aus dem Chaos. Das heißt, man macht erstmal Chaos. Ja, und deswegen hat dieses Chaos eben damit zu tun, deswegen skippe ich das alles. Da kannst du eine totale Bibelstudie von machen, aber das ist halt einfach so, die nehmen sich halt irgendeinen Namen und schmeißen da alles Mögliche drumherum. Das hat eben nichts mehr mit der Wahrheit zu tun. Deswegen, ich skippe das hier alles, nur damit ihr mal seht, wie viel Arbeit das ist, wenn man solche ganzen Geschichten dann halt sich wirklich mal anguckt und dann wirklich mal das vergleicht mit der wirklichen Bibel, ne? Das ist nämlich dann, da gibt es nämlich dann Übersetzungsfehler und so weiter mit dem Anhang I und Mai und so weiter, die eben gefunden werden in der Vulgata, in der Douay-Rheims-Bibel der Jesuiten und in der Wycliffe-Bibel. Ne? Also genau in diesen Bibeln, die wir nicht empfehlen würden, da gibt es dann eben dann so komische, problematische Begrifflichkeiten, was uns dann wiederum nicht erstaunt, denn es gibt auch Menschen, die sind eben genau für diese Übersetzungen verantwortlich, ne? Ja, und wie gesagt, wenn du die Bibel liest und das alles mal nachguckst, da findest du keinen Hiram Abiff und vor allen Dingen findest du niemanden, der umgekommen ist, also der dann so hieße. Ne? Also wie gesagt, ihr könnt euch da, so wie ich, Monate mit beschäftigen, Monate, ja, und dann sagt ihr immer, meine Güte, ist alles nur noch BS, ist alles nur noch Quatsch. Wenn es Freimaurer gibt, dann ist immer die Frage, ob die euch die Wahrheit erzählen. Dieses Buch hier, Born in Blood, ist damals empfohlen worden von William Cooper. Und das Buch heißt eben In Blut geboren, die verlorenen Geheimnisse der Freimaurerei. Und hier steht nämlich dann eben genau auf diesen Seiten, die witzigerweise auch noch römisch nummeriert sind, also jetzt hier in Seite 18, ne? 18, Stefanie, ist? 3x6. Ja, genau, 3x6. Ja, steht eben dann hier die Legende des Mordes an Hiram Abiff, steht da oben ganz prominent. Und diese Legende ist eine Legende, die steht nicht in der Bibel drin, es gibt auch sonst keine wirklichen, beglaubigten Dokumente darüber. Ja, das heißt, das ist alles hier eine Märchengeschichte für Erwachsene, die dann sich dann unglaublich toll vorkommen, weil sie dann Master Mason sind. Ja? Und wer das noch total propagiert, ist das Papsttum, ja, durch Bullen und so weiter, wo eben die dann verboten werden, nach dem Motto, die sind total gefährlich. Ja? So kann man dann auch die Aufmerksamkeit auf gewisse Organisationen lenken und die Aufmerksamkeit von gewissen anderen Organisationen ablenken. Interessant, wenn man sich das mal in diesem Kontext dann mal zusammen überlegt, oder? Von daher, ihr könnt euch gerne damit beschäftigen, ich tue es nicht, ich blende es nur mal ein für diejenigen, die wirklich absolut dezidierter nachgucken wollen, die können dann hier irgendwie mal eine Pause drücken und können sich das alles gerne durchlesen. Aber der Punkt ist halt einfach, die freimaurerischen Schreiber und so weiter, die haben also dann diesen Hiram Abiff als den biblischen Hiram, den Sohn der Witwe, identifiziert, aber der hat wie gesagt einen ganz anderen Lebenslauf und die Geschichte, die da bei der Freimaurerei erzählt wird, steht so nicht in der Bibel drin, definitiv nicht, ja. Das Problem ist nämlich, dass der masonische
Architekt, der Hiram Abiff, ermordet wird und der Tempel von Salomon eben niemals zu Ende gebaut wird. Ne? Während der biblische Nachricht, die biblische Nachricht eben sagt, dass der Tempel tatsächlich fertiggestellt wurde und soweit wir dann erzählen können, dass eben Hiram, der Metallarbeiter, dann eben nach Hause gehen konnte und lebend und fröhlich ist. Aber wie gesagt, das ist natürlich genau der Gegenentwurf, genau wie Satan eben genau der Gegenentwurf zu Jesus Christus ist. Ne? Das ist immer dasselbe. Das ist immer dasselbe. Ich kann alles hier vorlesen, aber Leute, ihr werdet lebens nicht mehr froh, weil ihr werdet halt dann plötzlich sehen, das ist immer dieselbe Geschichte. Deswegen kann Stefanie sich jetzt überlegen, warum habe ich jetzt hier nochmal die zwei Häuser benannt? Ja, weil halt eben die zwei Häuser, wie wir letztens schon benannt haben, und im Endeffekt brauchen wir jetzt weder Kiss noch Stefanie, um halt zu wissen, das haben wir alle schon mal gemacht und das kann weg. Ja? Ihr glaubt gar nicht, wie tief ihr da reingehen könnt. Ich habe euch jetzt nur mal hier, bei den ganzen 30 Seiten schenke ich euch jetzt hier und mache jetzt hier genau den Cut und will jetzt hier einfach mal hier nur eine Geschichte machen. Guck mal hier. Also die Geschichte mit Kennedy und der Ermordung, mit dem Genickschuss sozusagen, der durch die Kehle gegangen ist und so weiter. Da steht nämlich dran, Hiram is struck across the throat. Ja, zu silence the freedom of speech, also so absolute Freimaurer-Doktrin, ja, die eben die, jede Diskussion abbricht und so weiter. Und das steht jetzt eben in den ganzen Büchern drin. Aber der zweite Ankläger, oder der zweite Ansteiger besser gesagt, repräsentiert die Priesterschaft, die eben dann Verhöre und so weiter kontrollieren will und Studenten der Philosophie durch Verdammung und so weiter von Heretikern und so weiter dann auch kontrollieren möchte. Das steht alles da drin. Das heißt, es hat tatsächlich einen kanonischen bzw. einen priesterlichen Hintergrund dieses Attentats. Deswegen gibt es auch einen Grund, warum das eben dann drei ist. Der Hiram wird eben auf die Brust geschlagen mit einem Quadrat, ne? Square. Das ist super interessant, aber für 99% der Leute, die sagen, ach, ich will einfach nur wissen, wer den Kennedy umgebracht hat. Ja, müsst ihr leider noch ein bisschen warten, weil mich interessieren eher die Hintergründe der ganzen Geschichte und ich hoffe, die meisten der anderen Zuschauer dann auch. Also, der eine repräsentiert den Staat, der Ankläger oder der Anschläger, der zweite repräsentiert die Priesterschaft und der dritte repräsentiert den Mob, also das gemeine Volk. Ne? Das ist schon mal klar, das kommt auch in den ganzen Freimaurergeschichten raus. Ja? Das Problem ist jetzt genau, dass die Reihenfolge falsch ist. Ist die Reihenfolge deswegen falsch, weil der erste Schuss, der angeblich fehlgeleitet ist und fehlgeschlagen hat, hat er angeblich den Herrn James Tate dann in der Unterführung dann halt getroffen. Das heißt, von den drei Schüssen oder von den drei Anschlägen sind ja nach offizieller Doktrin nur zwei erfolgreich gewesen. Deswegen brauchte man auch eine magische Kugel. Und der zweite Schuss ist der Schuss der Priesterschaft, der geht dann auch durch die Kehle. Das heißt, der erste Schuss, den der Kennedy wirklich getroffen hat, das ist der Freedom of Speech, der Freiheit der Sprache ist und deswegen natürlich dann auch von der Priesterschaft dann kommt. Deswegen ist die Reihenfolge dem Ritual eigentlich falsch. Der erste Schuss hätte nach dem Ritual ja eigentlich gar nicht fehlschlagen dürfen. Das heißt, da haben wir schon eine Abweichung zu dem Ritual, was vielleicht in den letzten Folgen keinem so direkt aufgefallen ist, weil es vielleicht auch spannend gewesen ist, überhaupt mal in diese ganzen Geschichten jetzt hier reinzugehen. Aber der Herr Pike beispielsweise, der behauptet nämlich jetzt hier, dass eben dieses Quadrat, ja, Rule of Conduct, repräsentiert das kanonische Gesetz. Ja, das Recht zu definieren, was eben Menschen glauben sollen oder müssen. Ja, und ich sage, das ist Fehlinformation von dem Herrn Pike. Denn ein Quadrat hat mit dem kanonischen Gesetz relativ wenig zu tun. Wenn überhaupt, hat ein Quadrat etwas mit handwerklichen Dingen zu tun. Wenn überhaupt, hat ein Quadrat mit Freimaurerei zu tun. Und ein Quadrat, wenn überhaupt, hat das ein Saturn-Symbol. Das heißt, es hat gar nicht diesen priesterlichen Anschlag oder Anstrich. Es hat einen satanischen Anstrich, dieses Quadrat. Deswegen habt ihr auch bei dem Kennedy Memorial einen Quadrataspekt. Aber wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, wie tief man da gehen soll in diese ganzen Geschichten. Aber der dritte, und jetzt kommt's, der dritte Ruffian, der dritte Anschläger, repräsentiert das gemeine Volk. Ja, was nämlich dann blind ist und unvernünftig. Ja, die brutale Kraft und so weiter, die eben dann sich dann halt in Szene setzt, im militärischen Despotismus und in Anarchie, also in Gesetzlosigkeit und so weiter. Ja, also das ist ganz klar. Das heißt, ihr habt hier einen Anschlag, der fehlt. Entweder der vom Staat oder der von der Kirche. Ja, und ich würde nicht dem Herrn, wie heißt er nochmal, dem Herrn Albert Pike glauben. Ich kann ja auch genau sagen, warum. Weil der Herr Albert Pike nämlich auch so eine Art Ghostwriter hatte, drücken wir es mal so aus. An den kommen wir nämlich gleich an.
Und deswegen, ihr könnt euch da im Leben könnt ihr euch damit beschäftigen, da könnt ihr alle gerade durchgehen, da müsst ihr nachher genau um die ganzen Lügen dieser Menschen, aber ist das wirklich so wichtig? Ist nicht wirklich die Wahrheit wichtiger, dass wir da direkt von vornherein wissen, ihr arbeitet mit Geheimnissen, sind Geheimorganisationen, haben einen Antichristen namens Hiram Abiff, da brauche ich doch nicht mehr die ganzen Bücher zu lesen. Deswegen geben wir das jetzt hier alles dem Hasen. Ja? Das ist alles super interessant. Der Baal ist der lokale Naturgott von Tyros. Also, das ist alles super interessant, wenn du dich damit ein Leben lang beschäftigen willst, klar. Aber dann weißt du halt einfach, wie die das gemacht haben oder was sie dahinter gemacht haben. Aber das Ritual ist nicht eins zu eins gelaufen, ansonsten wäre der erste Schuss nicht fehlgelaufen. Das heißt, irgendwo gibt es eine Abweichung. Und wenn da schon eine Abweichung ist mit dem ersten Schuss, dann würde ich nicht das darauf verwetten, dass die Dry Trams geschossen haben. Denn das Ritual ist ja nicht eins zu eins so stattgefunden, wie die hier beschrieben haben. Gell? Gut, jetzt geht es mal weiter, weil ich möchte wirklich zu den ganzen Sachen kommen, die wirklich interessant sind. In der masonischen Bücherei steht hier drin, es wären eben drei unwürdige Arbeiter gewesen, die eben dann eine Verschwörung gemacht hätten, um dann eben einen berühmten Freimaurer und so weiter das Geheimnis zu entreißen und ach, was es da nicht alles gibt. Und dass man angeblich die Originale oder die Ursprung von der Freimaurerei in dem alten Mysterien von Ägypten und so weiter, in dem Drama von Taifun und alles findet. Und deswegen gibt es eben diese drei Ansteiger, die eben den Priester, den Politiker und den Mob dann eben dann halt da klassifizieren. Ja, wir werden da noch bald drauf kommen. Ja, jetzt geht es nämlich dann los. Guck mal, jetzt geht die Reihenfolge nämlich wieder anders. Der erste Schlag ist nämlich dann ein Blow through the throat, ne? Also dann dem Sitz der Freiheit dann versprach und eine tödliche Wunde. Ja, der erste ist nämlich dann zu der Kehle. Aha, interessant. Den hatten wir ja auch als ersten, der angeblich unser zweiter ist. Weil der erste Schuss ist ja nach der originalen offiziellen Doktrin fehlgegangen und ist dann hier eingeschlagen und ein Querschläger hat dann den Herrn Take verletzt. Ne? So viel müssen wir jetzt erstmal glauben. Das heißt, der erste Schuss zählt schon mal gar nicht. Der ist nur für die drei gebraucht worden. Das heißt, der zweite Schuss, der hier auf einer offiziellen Warren Commission hier aufgestellt wird, ist eigentlich der erste. Jetzt wird's tricky. Das heißt, wenn der erste der zweite ist und der dritte ist, wo ist denn der zweite? Das wäre dann, wenn man so will, ein Verstoß gegen das Ritual, weil die haben jetzt hier einfach drei Schüsse von Oswald genommen und die falsch erklärt, weil der erste Schuss kann ja gar nicht fehlgelaufen sein. Oder aber der Schuss kam nicht galt nicht dem Präsidenten zum Beispiel. Also alles ist möglich, aber was ich sage ist, das Ritual ist hier verletzt und die Reihenfolge stimmt nicht. Der erste Schuss geht in die Kehle und das ist angeblich der zweite Schuss von Oswald gewesen. Ganz deutlich. Der dritte Schuss von Oswald ist angeblich dann in Kennedys Hinterkopf eingetreten und dann nach vorne ausgetreten und hat den Präsidenten dann tödlich getroffen. So weit, so schlecht. Ja, und der dritte Schuss ist dann eben der tödliche. Ja, der macht dann eben, der bläst dann eben aus den letzten Strahlen des göttlichen Lichts, durch welches die Menschheit oder der Mensch dann eben geleitet wird. Meine Güte, was kann man für Worte finden, wenn man nicht mit der Bibel arbeitet, ne? Ja, Dead with a blow in the brain, also der Thron der Freiheit des Gedankens. Also man hat dem Herrn Kennedy also der Sprache beraubt mit dem Kehlenschuss und man hat ihm letzten Endes seiner Freiheit, seine Gedankenfreiheit beraubt mit dem Brain. Und wenn man das Gehirn dann auch noch klaut zusätzlich, dann macht man da auch ganz klar mit deutlich, dass dieser Mensch, selbst wenn er jetzt doch geheilt worden wäre, dann niemals mehr denken könnte. Oder man macht das dann so, dass man ein Gehirn hat, das ist, ich weiß, dass es makaber ist, aber dass man eine Trophäe hat, um anderen Menschen davon abzuhalten, selbstständig zu denken. Stellt euch mal vor, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, die eine Trophäensammlung haben, die ihr niemals für möglich halten würdet. Und dann werdet ihr plötzlich mit unglaublich reichen und mächtigen Menschen zusammen, die einen eigenen, ja, wie soll man sagen, einen eigenen Hofstaat haben, um das mal so auszudrücken, eigene große Gebäude und Schlösser haben und so weiter. Und die hätten dann abscheulichste Dinge in ihren Büchereien und in ihren Kellergebäuden und so weiter und so fort. Ja, dass, wenn ihr das sagen würdet, die Leute euch als totalen Spinner ab tun würden. Aber irgendwo muss ja das Gehirn von Kennedy gewesen sein. Und das ist nicht nur auf dem Motorradanzug des dahinterfahrenden Cops gewesen. Also von daher, also der eine Schuss fehlt, ne? Der zweite Schuss, der richtige zweite Schuss, der zweite Angriff auf das Herz fehlt.
Da schwante mir schon lange etwas. Und das kommt allerdings in ganz, ganz vielen Folgen von jetzt aus. Also wie gesagt, dieses Ritual ist nach außen hin gelaufen, aber die Geschichte kann so nicht stattgefunden haben mit den drei Schüssen. Wie gesagt, das Ritual setzt den Schuss 2 von Oswald mit dem ersten Schuss oder mit dem ersten Angriff des ersten Attentäters da halt zusammen und gleich. Und deswegen ist das eine Lüge. Das heißt, der erste Schuss, ist, egal wer den geschossen hat, hat nichts mit dem Ritual zu tun. Da ging es nur um die Zahl 3. Blöd, ne? Das heißt, wir stehen jetzt schon wieder am Anfang und wissen ganz genau, das Ritual ist zwar gelaufen, aber das muss anders gelaufen sein als das, was sie euch erzählen. Ne? Ist immerhin auch schon interessant, wenn man dann sieht, aha, Moment mal, ne? Das kann so nicht gewesen sein. Das ist übrigens der Herr Typhoon, der ist halb Schlange, halb Drache. Also man sieht, der hat Flügel und ist so und so weiter und sieht also ganz schrecklich aus. Und dieser Herr Typhoon, der ist angeblich jetzt heutzutage begraben, wissen wir ja, unter dem Ätna. Und der Ätna ist deswegen natürlich auch im Weltnaturerbe aufgenommen. Da ist alles, was mit heidnischen Göttern und Gottheit und Tempeln ist, alles immer in der UNESCO mit drin, ganz klar. Ne? Ganz klar. Und es gibt sogar eine Sage jetzt hier, dass Kaiser Friedrich II. Auch noch im Ätna schläft. Ne? Viel toll. Diese Sage ist nur auf Sizilien verbreitet. In Deutschland schläft er dann woanders. Ja, und der Himmler hat dem Herrn Hitler dann was geschenkt zum 50. Geburtstag. Das hat dann auch damit zu tun, ein Menzelbild. Aber man muss auch wissen, dass der Hitler dann eben auch diesen Herrn Friedrich den Großen ganz toll gefunden hat, der übrigens die Jesuiten beherbergt hat. Ne? Da hat in der letzten Folge der Dan Jörg dann auch noch ganz richtig gesagt, man hätte eigentlich den Friedrich den Großen dann auch noch mit zunehmen müssen. Gut, so viel mal dazu. Ja, ich wollte eigentlich mal zu interessanten Sachen kommen. Mandy P. Hall, 33 Grad Hochgrad Freimaurer. Interessanterweise hat er seine Bücher relativ jung geschrieben und ist angeblich erst Freimaurer geworden im Alter von 53. Muss man alles jetzt so glauben. Der hat sein erstes Buch geschrieben, was sich eben benannt hat, als er 22 war. Das heißt, wir haben denselben Fall wie ganz viele interessante Wissenschaftler auf dieser Welt, vor allem im Mittelalter. Die haben ihre Bücher unglaublich früh geschrieben. Und das heißt, eigentlich haben die Bücher nicht geschrieben, sondern jemand anders hat das Buch geschrieben und hat irgendjemanden irgendeine Nase gebraucht, um dann halt zu sagen, guck mal auf, veröffentlich das und wir machen aus dir einen großen Star. Ne, das ist so ungefähr wie Bernhard Stempfle oder andere Dinge. Und so läuft die Geschichte in der Freimaurerei natürlich genauso. Ja, guck dir das an, in welchem Alter der seine ganzen Sachen gemacht hat. Das ist albern. Ja? In dem Alter hat man nochmal so andere Ideen. Also, von daher, glaubt nichts, was ihr da seht. Ja, glaubt nichts, was ihr da seht. Hinter Mandy P. Hall stehen andere Menschen, hinter Albert Pike stehen andere Menschen. Die Dinge, die die gemacht haben, sind A zu viel, B zu jung und hat noch ganz andere Gründe, warum das so nicht gewesen sein kann, wie es da eben gewesen ist. Auch wenn diese ganzen Sachen hier unglaublich interessant sind und unglaublich toll sind. Aber nochmal, das ist alles Gelüge. Ne? Wenn ihr euch mit Märchenbüchern beschäftigen wollt und dann irgendwann sagt, Gebrüder Grimm und Andersen und alles habe ich durch, dann könnt ihr gerne in solche Bücher reingehen. Oder jetzt am besten auch noch Paradise Lost. Och, dann habt ihr ganz viel durcheinander im Kopf. Und dann kommen eben teilweise Kommentare, die ich dann schon gesehen habe auf meine Videos, wo dann eben Dinge behauptet wurden, wo ich dann direkt sofort sehe, das ist deswegen bei jemand Apokryphen mit Mythologie, Legende und Bibel alles zusammenschmeißt. Und das ist genau das Problem. Wenn du die Bibel nicht im Fokus hast, dann hast du Matsch im Kopf. Du hast nachher Matsch im Kopf. Glaub mir das. Das ist unglaublich schwierig, auch so eine Sendung zu machen. Wenn man den Hintergrund nicht hat und das ganz fein aufpasst, dann wird man davon gefangen und plötzlich kommt dann jemand, der 16 Sprachen spricht und ein Großmeister ist und eine Statue hat in den Vereinigten Staaten und dem glaubst du dann halt, weil du halt eine hohe soziale Position hast. Ja, der Großmeister. Ja, guck dir das an, du kannst dein Leben lang kannst damit zugreifen, aber ich möchte das nicht. Ja, es gab auch niemals die Smaragdtafel von Hermes Trismegistos. Das ist alles Blödsinn. Der Bill Cooper hat mal gesagt, dass Hiram Abiff nie gelebt hat, eine Repräsentation ist des damaligen Anführers sozusagen, der Kreuzritter Jacques de Molay, no, Tempelritter. Der Grand Master. Und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass eben genau dieser Grand Master oder der Großmeister in der Freimaurerei eigentlich denselben Titel hat wie der Großmeister der Knights Templar, also der Tempelritter, weil das nämlich eins des anderen ist. Ich behaupte einfach, dass es andere, noch höhere Grade gibt als den 33. Aber die haben eben nicht definitiv etwas mit der Freimaurerei zu tun, sondern darüber stützen die Leute, die Freimaurerei dirigieren. Und wenn man die Freimaurerei als souveränes Objekt sieht, dann glaube ich, täuscht man sich dann da. Die ist genauso initiiert wie die Illuminatenorden und so weiter. Da steckt etwas anderes hinter. Das ist ein Ablenkungsvehikel. Das ist eine Tarnorganisation, wenn man so will. Ja. Und deswegen ist meiner Meinung nach eben stehen oben drüber die Sovereign Military Order of Malta.
Und andere Leute, die dann wieder über Malta stehen. Also wie gesagt, es gibt da noch Stufen oben drüber, das ist ganz klar. Ja. Und interessanterweise in diesem Buch jetzt hier von Manny P. Hall steht drin, eben hier in dieser Smaragdtafel und so weiter, dass eben Shiram dasselbe wäre wie Hiram, ein mysteriöser universeller Agent, also ein mysteriöser, unbekannter katholischer Agent, der eben dann Shiram heißt oder Hiram heißt. Und was heißt jetzt Shiram? Ja? Shiram ist eine Namensbedeutung und heißt Bruder. Und so kann man aus unglaublich viel dann auch wieder unglaublich durcheinander machen und jeder glaubt wieder irgendetwas und alles ist genau in derselben Käse. Deswegen kommen wir eigentlich jetzt zu dem, wo ich eigentlich hingehen will. Erwachsene Menschen legen sich auf den Fußboden, werden eingerollt und tun so, als wenn sie ein ermordeter Architekt wären. Ach Leute, ey, wirklich, das ist echt unfassbar, oder? Ist das unfassbar? Noch unfassbarer ist, dass es eben Menschen gibt, die eben da drüber stehen und eben dann gewisse Orden oder religiöse Vereinigungen dann eben leiten, wie beispielsweise die Mormonen, wo eben dann halt die Jesuiten dahinter stecken. Oder halt auch noch andere Orden, die dahinter stecken. Und ich meine, wenn man sich mal die Singularität anguckt, der Symbolik im Weißen Haus mit dieser halben Venusschale hier oben drüber und sich dann mal die Symbolik anguckt, hier mit diesem Dreieck hier drum drüber, wenn man sich dann die Symbolik anguckt hier in Downing Street mit dieser halben Sonne darüber oder halt auch mit dieser halben Schale darüber, dann hat man dann plötzlich irgendwie immer alle dieselben Symboliken. Warum haben die diese Symbolik dann immer genau in den Regierungsstätten da oben drüber? Eigentlich sollten die ja überhaupt keine haben. Eigentlich sollten ja dem Volk dienen. Und genau daran sieht man eigentlich, dass es eben eine totale Ablenkung ist. Die verständigen sich untereinander mit ihren Symbolen. Ob das jetzt nun mal hier die Sonnenstrahlen der Jesuiten darstellt oder ob es jetzt die Venusschale dann darstellt, ist eigentlich schon fast zweierlei, weil es ist immer eine heidnische Religion. Es ist immer der Mammon, um mal auf den Punkt zu kommen. Ja, es ist ja immer eine Gegenentwurf zu Gott. Es ist ja immer ein Verstoß und beispielsweise die Erklärung von 1. Samuel 8. Es ist immer dasselbe. Ja, und das hat eben nicht Ricola erfunden, sondern eben die abgefallene Menschheit, die eben gesagt hat, nee, wir möchten genauso regiert werden wie die Heiden. Ja? Und deswegen steuern natürlich die Jesuiten in der katholischen Kirche dann auch die Mormonen genauso wie die Freimaurer. Und deswegen müsst ihr euch von diesem Outfit hier, von den Menschen jetzt hier nicht blenden lassen. Er hat genauso gut hier seine Sternchen und seine Kreuzchen dann hier und er wusste genau, wo er sein Kreuz zu machen hat und welches Kreuz er zu tragen hat. Er ist nämlich nur eine Ablenkungsorganisation und ein Konterfei für eine protestantische Organisation, die eigentlich aber von der katholischen geleitet wird. Und deswegen habe ich mit diesem Brief an Mazzini so meine großen Schwierigkeiten, weil ich nicht glaube, dass es aus seinem Kopf entsprungen ist. Das heißt, es gibt Menschen, die dann ihn wieder gesteuert haben. Und das ist der Punkt. Ja. Und der Punkt könnte, ja? Herr Jean-Pierre de Smet hat ihn gesteuert. Ne? Ah, hörst du hier jetzt Peter Jan de Smet, ja. Ja, genau. Okay, das wollte ich gerade sagen, da blendest du das hier ein, ja. Okay, genau. Dieser Mann war ein römisch-katholischer Missionar und Jesuit, ne? Und hat eben als Freund von dem Sitting Bull dann eben benannt und hat eben dann die Indianer beeinflusst. Er hat mit denen für 40 Jahre gearbeitet und hatte dann mehr Einfluss mit den Indianern oder bei den Indianern als sonst jeder andere weiße Mann. Und der hat eben dem dann Jesuitismus, den Amerikanern, den Ureinwohnern sozusagen beigebracht und hat dann eben dann, wenn man so will, politisch agiert, im Sinne der Kirche natürlich, nicht im Sinne der Indianer. Ne? Er hat natürlich die Indianer davon überzeugt, eben dann Frieden zu schließen und dann eben in die Reservate dann zu verschwinden, um eben die Ausrottung dann eben dann zu vermeiden. Naja, kann man ja erstmal so gelten lassen, ne? Aber dennoch, ne? Dieser Mann steht hinter der Freimaurerei und damit auch hinter der Großmeisterei oder ne, dem Anspruch, als Großmeister zu sein, von Albert Pike. Tja, und so sieht die Geschichte aus. Und deswegen sind natürlich alle Herrscher, die dann irgendwie sind, die Jesuiten dann irgendwie befeuern, vielleicht mit Ausnahme jetzt zumindest nach außen hin von Herrn Bismarck, aber zumindest hier Friedrich der Große habe ich hier benannt und Adolf Hitler der Laute. Ja, das sind alles Leute, die Jesuiten unterstützt haben. Der Hitler hat ja selber gesagt, er sieht seinen Himmler als seine Version von Ignatius de Loyola und er hätte seine Sturmtruppen sozusagen, hätte er da nach dem Vorbild der Jesuiten dann halt da geformt. Es ist immer dasselbe, also im Endeffekt stehen da immer dieselben Menschen hinter. Ja, der Beschützer, der Hohenzollerner Beschützer Friedrich der Große von Preußen. Das ist immer dieselbe Geschichte. Weil man kann sich jetzt darüber streiten, ob jetzt die Sozietät von Jesus jetzt wirklich die Aragon-Templers gewesen sind, aber im Endeffekt sind die alle im Geiste genau dasselbe. Ja? Und es gibt viele Webseiten, die behaupten, dass eben der schottische Ritus eben genau für die Jesuiten gegründet worden ist.
das Thema ist letzten Endes, wenn wir uns das allgemein so betrachten, ist auf jeden Fall die Geschichte von der katholischen Kirche gesteuert worden, denn die katholische Kirche hatte natürlich überall ihre ganzen Zweigstellen in diesen ganzen protestantischen Ländern oder auch in der sogenannten Neuen Welt durch diese ganzen Eroberer, und zwar in Nord- und Südamerika. Und deswegen hat diese Webseite es recht, wenn sie sagt, Katholizismus usurpierte, also besetzte und tauschte eben aus, das wahre Christentum. Ja, das ist eben alles dasselbe. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass eben genau der Ignatius von Loyola eben kein Italiener war, sondern Spanier, weil die natürlich erstens total loyal waren aufgrund der spanischen Krone zu dem italienischen Papst und zum Zweiten hier dann auch damals die Erfahrung hatten mit eben der Einwanderung der Muslime und natürlich dann auch dann sehr, sehr interessante Geschichten dann halt da gelaufen sind. Der Ignatius de Loyola, der Besitzer bzw. der Gründer der Jesuiten, der hat natürlich dann auch einen Adelstand gehabt. Ignatius de Loyola heißt von Loyola. Das heißt, der war schon besser gestellt, der war adelig. Diese Webseite sagt Folgendes: Diese Jesuiten tun alles in ihrer Macht Stehende, um sie davon abzubringen, dass sie die Schöpfer dieses schottischen Ritus sind, dem fast alle bekannten Politiker der höchsten Grade angehören, wie zum Beispiel Malteser Ritter, Tony Blair, Bill Clinton, George W. Bush, also Herbert Walker Bush, und, habe ich jetzt rausgeschrieben, nicht zu vergessen, Joseph Kennedy, also der Papa von Kennedy, der war ja auch Kreuzritter. Ritter sind die mit dem Schwert, ne? Der Kennedy hat natürlich nur geredet, aber trotzdem, also man kann auch mit Worten jemanden umbringen, indem man beispielsweise die entsprechenden Befehle gibt, ne? Der Ritus, schreibt die Webseite, wurde von den aragonesischen Templern geschaffen, um den schottischen Templertum der Familie Sinclair zu übernehmen und zu usurpieren, ähnlich wie der Katholizismus das Christentum usurpiert und übernommen hat. Die Jesuiten glaubten nämlich oder glauben nämlich, dass sie die einzigen Tempelritter sind, weil ihre ursprünglichen Königreich Aragonien vom Papst in Rom akzeptiert und erlaubt wurden. Da kann man jetzt ganz tief in die Historie reingehen. Das Problem ist dann nur, dass ihr nicht wisst, welcher Quelle ihr dann wirklich glauben sollt oder dürft, müsst, weil die Sachen so lange her sind, dass alles Mögliche gefälscht sein kann. Was aber definitiv ist, dass ein Ritter, der ein Schwert hält, eben definitiv Blut vergießen möchte und nicht einfach diskutiert. Ne? Und deswegen mit Aragon, Kingdom of Aradon, da ist nur ein Buchstabe weg von Aragorn, vom Herr der Ringe. Herr der Ringe ist übrigens Saturn, ist Satan. Ne? So, und um zu sehen, um einfach mal eine Analogiekette zu bilden jetzt hier, wofür ein Schwert steht beispielsweise, das steht ja normalerweise, würde ich mal sagen, für eine Aggression. Ja, Frage an Stefanie, ganz simpel, wie nennt man das Aufbewahrungsbehältnis eines Schwertes? Eine Scheide? Ja, und damit siehst du, das ist einmal männlich und einmal weiblich. Worauf ich hinaus will, ist jetzt hier, wenn das männlich und weiblich ist, deswegen dieses Objekt da unten nämlich eben nach dem weiblichen Geschlechtsorgan benannt ist, ja, dann ist letzten Endes, überlegt euch einfach die Analogiekette der Planeten beispielsweise von männlich und weiblich, wenn ihr auf die Toilette geht. Dann habt ihr einmal das Venus-Symbol mit dem Kreuz nach unten für die Scheide, also für das Aufbewahrungsinstrument. Ja, und einmal den Mars, ja, mit dem Pfeil nach oben rechts, ja, für das Schwert. Ja, und Mars ist der römische Gott des Krieges. Und dann habt ihr das schon. Dann habt ihr alleine schon aufgrund dieses Namens, dieses Aufbewahrungsbehältnisses des Schwertes, habt ihr dann schon die Geschichte, dass eben das Schwert ein Mordinstrument sein muss. Ansonsten wäre nämlich eben das Aufbewahrungsbehältnis nicht weiblich benannt worden. Das ist ganz simpel. Muss man halt einfach nur geradeaus denken oder KISS eben denken. Und deswegen wurde der Darsteller von dieser tollen Geschichte hier, der Viggo Mortensen, natürlich dann auch direkt zum Ritter geschlagen. Ne? Genau wie Christopher Lee, Ian McKellen, der Gandalf gespielt hat, und Ian Holm Bilbo. Ja? Und es gibt schon vier in den Ritterstand erhobene Schauspieler aus dem Herrn der Ringe. Ja? Lord of the Rings, der natürlich unglaublich unzufällig genau in 2001 gestartet ist mit einer Trilogie. Ah, ist natürlich alles nur ein Zufall. Ne? Genauso gut wie da ein angebliches Verkehrsflugzeug in ungefähr 300 plus Meter Höhe dann in New York dann rumkracht mit zwei riesen Triebwerken und unten drunter steht irgendjemand und kriegt überhaupt nichts mit, ist total fasziniert vom Straßenlärm, wenn dann über dir dann plötzlich so eine Verkehrsmaschine in 300 Metern Höhe fliegt. Das muss man mal erklären, wie das alles funktioniert. Das hat aber alles dann natürlich mit der Schallbrechung und alles zu tun. Ja, also nochmal, glaubt nicht alles, was da ist, glaubt an, dass an diesem Tag, was da auch passiert ist, eine ganze Menge Schauspieler unterwegs gewesen sind. Das ist alles ein Schauspiel, das sind alles Rituale. Ja? Die zwei Türme, ja, ein Jahr zu spät, Mensch. Ach, das sind alles Schauspieler.
Ja, und deswegen ist genau diese Spekulation, dass es eben dann über die Übernahme ging von diesem Sinclair, von dieser Großloge von Schottland und so weiter. Das ist eben dann alles bei Wikipedia jetzt auch noch weiter zu lesen. Und das heißt erstmal, ja, das stimmt, dann heißt es nachher, das stimmt eben nicht. Und nachher heißt es dann wieder, aber nach dem Freimaurer John Yarker und so weiter gab es dann einen William Sinclair und so weiter, der eben der erste Großmeister der Großloge von Schottland wurde und so weiter und so fort. Und deswegen bringt man das wieder in Verbindung. Und alles immer dasselbe. Ja, das müsst ihr alles gar nicht wissen. Ja, das sind alles Geschichten, genau wie Kuckucksklan 3x11 mit Albert Pike und so weiter. Das ist alles genau dieselbe Geschichte. Leute, das ist nicht wichtig. Ich will das nur hier erwähnen, der Vollständigkeit halber, damit ihr wirklich seht, das ist alles gesteuert. Wir können da wirklich mit 500 Folgen locker Kennedy machen und dann sieht man, wer mit wem und so weiter und so fort. Das ist alles gesteuert. Das ist doch nicht nur bei Kennedy so. Ja? Es war nicht der schottische Ritus, der John F. Kennedy getötet hat. Es musste nur so aussehen, als ob, weil es doch Leute gibt, die da drüber stehen. Und wenn ich doch Leute habe, die da drüber stehen, dann geben die die Befehle. Also hat spätestens die Sovereign Military Order of Malta zum Beispiel ihr Okay geben müssen, um einen Sohn eines Sovereign Military Order of Malta Knights, Joseph Kennedy, umbringen zu können. Da muss man doch jetzt nicht um die Ecke denken. Wenn die Sovereign Military Order of Malta über den Freimaurern stehen, und der John F. Kennedy, der Sohn eines Ritters von Malta gewesen ist, dann ist doch zumindest logisch und klar, dass die SMOM auch in diesen Anschlag mitverwickelt werden müssen. Das ist doch ganz logisch. Und ich glaube, dass der Herr Papa Kennedy deswegen auch nicht das Riesenfass aufgemacht hat, als der sein Sohn dann ermordet worden ist, abgesehen davon, dass er da schon den Schlaganfall hatte. Und deswegen glaubt nicht, dass alles in diesen ganzen Webseiten steht, dass es die City of London Corporation ist. Leute, das ist alles dieselbe Geschichte. Die City of London Corporation ist auch wieder SMOM. Das sind auch wieder die Kreuzritter. Das hat wiederum mit den Freimaurern nur sehr begrenzt zu tun. Das ist auch wieder dieses Ablenkungsmanöver, beispielsweise mit dieser Blackfriars Bridge, wo eben dann genau dieser Bankier Gottes dann halt da aufgeknüpft wurde nach Freimaurer-Manier. Ja? Aber das sind nicht diejenigen, die die Herrscher der Welt sind. Ach, es ist immer dasselbe, aber die Pyramide, wie gesagt, nach oben, da ist ja noch einiges an Luft und da kommen wir auch bald zu. Und ob der schottische Ritus jetzt auch Nye Britt kontrolliert und damit dann auch die Mitgliedschaft einer besonders bekannten hier deutschen ehemaligen Politikerin, das ist jetzt alles egal. Ja? Interessant, und jetzt wird es lustig, lasst uns nicht vergessen, dass der moderne Weihnachtsmann eben von Albert Pike abstammt. Die rote und weiße Kolorierung dieses Charakters und so weiter kam von der Central Intelligence Agency durch ihre Firma Coca-Cola und so weiter, den Kokainversorger und so weiter, für den Kaiser oder König Juan Carlos von Spanien, der eben die komplette südamerikanische Bereich dann hierhin kontrolliert und so weiter. Das weiß nicht, ob das stimmt, aber die Ähnlichkeit ist ja, denke ich mir mal, doch relativ frappierend, oder? Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ne? Trink einfach Coca-Cola. Ja, woher kommt denn dieses Coca? Ne? Hm? Heißes Wetter? Kopfschmerzen? Mensch, ne? Muss einfach nur Coca-Cola trinken. Ne? Der beste Gehirn- und Nerventrink. Mhm, klar. Ja, es gibt ein Geheimnis von Coca-Cola, was nämlich da drin ist. Keiner weiß es so ganz genau. Und es gibt nämlich dann eben so immer so Abweichungen. Und deswegen hat eben dann angeblich das US-Government eben dann einen Betrieb in New Jersey und so weiter dann autorisiert, um eben dann diese zusätzliche Stimulanz von Kokain aus dieser Coca-Pflanze dann da eben raus zu extrahieren, so wie ich das jetzt hier verstehe. Sehr interessant, ne? Wobei, vielleicht kriegen andere Menschen auch eine spezielle Form von Cola, ich weiß ja nicht. Der Artikel ist von 2000, also vor 22 Jahren fand Sat.1 und wer auch immer Kokainspuren in Reichstags- oder Reichstagstoiletten. Also nicht, dass ihr jetzt meint, das ist aus dem Dritten Reich. Ne? Das meint jetzt hier tatsächlich den Deutschen Bundestag. Ne? Das war vor über 20 Jahren. Und ich meine, die Auswirkungen davon sieht man auch teilweise heutzutage mit Erinnerungslücken von Politikern. Ne? Aber wie gesagt, das war jetzt die lustige Variante jetzt hier so von einer Lesung. Ne? Also Leute sind alle verbunden, ne? Die Orden und Kaiser und Könige sind alle verbunden. Ne? Wie gesagt, also ich könnte jetzt alles hier nachgucken. Ich könnte jetzt hier alles vorlesen. Wir werden nie mehr fertig. Wir werden wirklich nie mehr fertig. Und eigentlich wollte ich mich auf interessante Sachen konstellieren, wo ich also wirklich dann sage, pass mal auf, ihr müsst da mal wirklich was wissen. Ihr müsst wirklich mal kapieren, dass es keine Zufälle gibt.
Für den 45-jährigen Ingenieur Charles Bronson, das ist nicht der Schweigsame mit der Knarre, ne? Er heißt nur so, war am 22. November 1963 der Höhepunkt eines lebenslangen Wunsches, den Präsidenten der Vereinigten Staaten persönlich zu sehen. Zusammen mit seiner Frau Frances reiste er zum Dealey Plaza und zwar nicht nur mit einer, sondern gleich mit zwei Kameras. Die Bronsons standen auf einem Betonsockel an der Dealey Plaza. Ich denke, ach, schon wieder jemand, der auf einem Sockel steht. An der südwestlichen Ecke von Main und Houston Street. Ihr wisst ja jetzt genau, wo das sein muss. Als ein Krankenwagen auf den Platz eintraf, um ein Opfer eines epileptischen Anfalls abzuholen, wenige Minuten bevor die Wagenkolonne den Platz erreichte, filmte Bronson eine kurze Sequenz, um dieses kleine bisschen Aufregung einzufangen, ohne zu wissen, dass er auch einen kleinen Teil des Gebäudes des Texas Schoolbook Depository auf Film bannte. So, und es gibt jetzt hier einen Film, beziehungsweise jetzt hier einen Versuch, von Oliver Stone, wo halt angeblich da diese Geschichte gezeigt worden ist. Und wir müssen uns jetzt nur mal überlegen, dass dieser epileptische Anfall um 12.15 Uhr dann passiert ist, ne? Ja, ja. 12.15 Uhr, also ungefähr 15 Minuten vorher. Und das ist eben dann ein großer Auflauf gewesen ist, Polizei da gewesen ist und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du dir mal eins ausrechnen, Stefanie, die Wahrscheinlichkeit eines Zufalles, dass ausgerechnet in der Dealey Plaza von ganz Dallas dort 15 Minuten vor dem Attentat ein epileptischer Anfall passiert. Da es keine Zufälle gibt, würde ich sagen, das ist nicht zufällig. Ja, das ist wirklich unglaublich auffällig, ne? Ja, auffällig ist das richtige Wort. Ja, also dieser Mensch heißt Jerry Belknap, ein Epileptiker, der eben schon verschiedene Anfälle seit seiner Kindheit gehabt hat. Der wurde lokalisiert vom FBI am 26.05.64, also ein halbes Jahr später, um seine Identität dann zu überprüfen und hatte eben dann eine Quittung über 12,50 Euro, die er dann eben gezahlt hat für seine Fahrt mit der Ambulanz zum selben Hospital, wo Kennedy lag. Er hat gesagt, er hätte das Hospital verlassen, ohne jetzt irgendwie Registrierung. Und er hat sich danach besser gefunden, nachdem er dann ein Glas Wasser bekommen hat und dann Aspirin. Momente später und so weiter wäre dann die präsidentale Limousine gekommen und so weiter. Und er hat gesagt, Mensch, also er hat dann eben realisiert, dass er also wahrscheinlich keinen Doktor mehr sehen würde, weil die anderweitig beschäftigt sind. Ne? Deswegen gibt es auch Webseiten, die sich genau mit diesen Menschen da beschäftigen. Sehr interessantes Anekdötchen hier. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Und Jim Garrison hat 1967 vermutet, dass dieser Mensch eben die Ablenkung schaffen sollte, damit eben gewisse Menschen sich angeblich als Schützen hinter dem Grashügel platzieren durften oder konnten oder mussten. Und das ist jetzt eher eine Vermutung, ne? Das kannst du hier nicht beweisen. Und viele Menschen sagen, das ist völliger Blödsinn. Aber jetzt guck mal, was da steht, weil ich habe nämlich jetzt gleich mal bei dem ganzen Durcheinander, der jetzt hier abläuft, weil das ist eigentlich unwichtig. Wichtig sind jetzt nur die Dokumente, die ich eigentlich jetzt hier haben wollte. Und das ist jetzt hier ein offizielles Dokument der Freimaurerorganisation, der Federal Bureau of Investigation, der natürlich von Hauptfreimaurer 33 Grad geleitet wurde, J. Edgar Hoover. Dieser Jerry Boyd Belknap, und so weiter und so fort, der da und da und da geboren ist und so weiter und so fort. Der hat gesagt, dass er am 22. November und so weiter von Irving nach Dallas gefahren ist, mit dem Bus und so weiter, und 5:45 angekommen ist. Und dann hat er gesagt, dass er also dann die North Houston Street dann also da gegangen ist und so weiter. Und er stand am Westen der Straße. Ungefähr um 12:10 Uhr, also 5 Minuten vorher, als die anderen uns erzählt haben, hat er einen, ja, irgendwie einen Anfall vorausgesehen oder hat gefühlt und so weiter und hat sich dann eben von der Menge zurückgezogen. Und als er das gemacht hat und so weiter, hat er das Bewusstsein verloren und ist dann also dann da auf den Bürgersteig geknallt. Ja, innerhalb eines paar Minuten und so weiter, dann kam eine Ambulanz und hat ihn dann eben zum Parkland Hospital gefahren. Er hat gesagt, ich glaube nicht, dass ich mein Bewusstsein verloren hatte. Ne? Gut. Er hat dann auch gesagt, dass also kurz nachdem er dann eben dann da auf dieser Bar gelegen hat, im Parkland Memorial Hospital, der Präsident Kennedy reingebracht wurde in dieses Hospital. Er hat gesagt, da war so viel Durcheinander in diesem Hospital und man hat ihm also wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Klar. Er hat dann ein Glas Wasser bekommen und hat seine Medikation bekommen und diese musste er dann dreimal am Tag nehmen, aber er hat also eben dann auf diesem speziellen Tag das abgelehnt. Nachdem er seine Medikation bekommen hat, hat er gesagt, er hat sich viel, viel besser gefunden. Ja? Hat eben dann die Krankenschwester informiert und ist dann einfach rausgegangen. Toll, oder? Und ausgerechnet an diesem Tag hat er das dann nicht genommen. Ihr könnt da denken, was ihr wollt, ihr beiden, aber ich denke da auch meinen Teil zu. Ja.
Gut, dieser Herr Bronson, von dem wir eben gesprochen haben, der ja das miterlebt hatte, diesen Vorfall, der hat gesagt, als der erste Schuss fiel, hat er instinktiv ein Foto geschossen. Und dann hat er eben dann weiter gefilmt mit seiner Heimkamera und hat auch den tödlichen Schuss dann da festgehalten und konnte allerdings nicht viel machen, weil er viel zu weit weg waren. Und das ist sehr interessant, weil komisch, dass also jemand instinktiv ein Foto schießt, nachdem ein Schuss fällt. Ja, schon interessant. Interessant auch, dass also eben to shoot somebody, also jemanden erschießen, genau dasselbe ist wie to shoot a picture. Ja, das kommt alles schon noch. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich mit der 33 hier so rumochse. Es gibt da einen unglaublich interessanten Fall, der heißt der King Kill, also die Ermordung des Präsidenten 33 Grad von James Shelby Downyard. Super interessante Sache. Weil es geht nämlich genau um den freimaurischen Symbolismus in dem Anschlag auf John F. Kennedy. Da gibt es ein Manuskript, 41 Seiten und so weiter. Und die sagen ungefähr dasselbe, wie ich das auch sage. Ich habe das zwar mir anders zusammengesucht, ich habe das hier erst später gefunden, deswegen kommt das auch an dieser Liste hier später, in diesen Folgen auch dann später. Aber das ist trotzdem nicht desto trotz viel, sehr, sehr interessant, weil es also auch viele, viele Sachen ergänzt, die ich jetzt schon rausgefunden habe und auch schon gesagt habe. Und Sie sagen jetzt hier, das hat eben damit zu tun, den Tempel von Salomon dann wieder zu erbauen und dann eben eine Einweltregierung und so weiter dann aufzuerrichten. Nochmal, dieses Copyright hier oder diese Pamphlet ist von 1998, bevor, wenn das stimmt hier, bevor eben die 9-11-Anschläge gewesen sind, ne? Es war masonische Zauberei und so weiter und die Kriminellen, die eben dann diese Geschichte in Dallas gemacht haben, die haben das amerikanische Volk eben im Austausch und so weiter mit einem Schlaf ohne Albträume dann eben dann kontrolliert. Also zu Deutsch, die meinen halt einfach, die Leute werden betäubt und können halt weiter pennen. Und er sagt, als die Antiken dann eben ein schwarzes Schaf gesucht haben oder einen Sündenbock gesucht haben, ja, dann könnte man eben den John F. Kennedy als ein Pharmakos ansehen. Pharmakos ist ein menschliches Opfer. Ja. Wenn der moderne Mensch so etwas sieht, dann glaubt er das nicht oder er sträubt sich dagegen. Er meint dann also, er müsste dann für irgendwelchen wissenschaftlichen Beweis suchen und so weiter, anstatt das absolut Offensichtliche dann zu sehen. Sagt Thomas Sass in seinem Buch Ceremonial Chemistry. Pharmakos meint im antiken Griechenland ein menschliches Opfer, das für Reinigungsrituale vorgesehen war. Und ich meine, Opfer ist ja wohl nicht so viel gesagt, wenn es in einem Tempel stattgefunden hat. Ne? Gibt doch übrigens dann da so ein interessantes Buch im Augenblick, der von Andreas Laudian, was genauso heißt, und mit diesem Symbol hier. Und dann Pharmakos, was eben dann heißt, na, ein menschliches Opfer, dann könnte man schon auf entsprechende Ideen kommen. Das ist natürlich alles Fiktion hier, ne? Ja, aber wenn Pharmakos da menschliches Opfer heißt, dann könnte man ja auch das griechische Wort Pharmakeia ganz neu interpretieren. Ja, genau. Das wir ja aus Offenbarung 18, Vers 23 kennen. Ja, das finde ich immer schön, wenn Menschen mitdenken. Also man muss ja wirklich nur mal die, man muss ja wirklich nur mal die Singularität der Ereignisse hier sehen. Ne? Das ist wirklich alles dasselbe. Der Researcher sagt jetzt hier, die Ermordung des Königs und so weiter ist Teil eines Reinigungsrituals, also Greening Ritualism, das hat zu tun mit JFK und das hat eben damit zu tun, dass die Freimaurer eben genau das als Tempel sehen und deswegen natürlich dann da das Opfer bringen, genau da und nicht irgendwo anders. Die Wissenschaft der Namen, die Wortmagie, ist nur ein Teil der von den Freimaurern angewandten Wissenschaft des Symbolismus. Das JFK-Attentat trifft diese Wissenschaft in entscheidender Weise und erhält einen regelrechten Albtraum von Symbolkomplexen, die mit Gewalt, Perversion, Verschwörung, Toten, Erniedrigung zu tun haben. Diese Elemente sind nicht nur als Ursache und Wirkung bei der Ermordung eines Präsidenten wichtig, sondern auch für die darauffolgende Reaktion der Menschen in Amerika und der Welt. Man denke mal an 9-11, was das bei den Menschen halt hervorgerufen hat. Die Fruchtbarkeits- und Todessymbolik im Killing the King-Ritus, der Teil des Greening-Rituals ist, das mit JFK zu tun hat, wurde unterdrückt, weil eine Untersuchung dieses Rituals notwendigerweise mit der Freimaurerei und ihrer Mystik sowie mit dem politischen Einfluss, den sie ausübt, in Verbindung gebracht werden muss. Offensichtlich würde dies dem öffentlichen Vertrauen in folgenden Bereichen schaden. A. Den freimaurerischen Progressivismus, das heißt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. B. Denjenigen, die die Verschwörer geschützt haben. C. Das gesamte mentale Konzept, das als Wissen über die wahre Natur der Regierung der Vereinigten Staaten durchgeht. Das heißt, solange du mit dem Ritual nichts zu tun hast und außerhalb dieses Rituals alle möglichen Eventualitäten besprichst, ist alles soweit gut. Denn wenn du dieses Ritual besprichst mit den Freimaurern, dann deutest du natürlich dann direkt auf die Geheimorganisation und damit natürlich dann auch auf die Verbindung
Verschwindung der Volksvertreter, die dann plötzlich gar keine mehr sind, weil sie alle nämlich in Geheimorganisationen dann eben dann halt unterwegs sind. Ne? Und deswegen hat alles mit Ritualen zu tun. Ne? Man kann auch manche Rituale so, dann gebe ich dann den Planeten retten, der gar keiner ist. Ach, ja, das sind alles Naturreligionen, die halt Opfer gebracht haben von Anfang an. Und damit sind wir nicht allzu weit von Kain und Abel entfernt. Ne? Das ist das erste Menschenopfer, was in der Bibel dann halt da beschrieben wird. Und die meisten glauben alles und die meisten glauben etwas zu wissen, aber sie wissen halt einfach nichts. Sie glauben nur, sie sind Teil einer Propagandamaschine, einer religiösen Propaganda und begreifen es gar nicht, dass Medien letzten Endes die Priesterschaft im alten, antiken Persien meint. Sie begreifen es nicht, weil sie letzten Endes oberflächlich sind, weil sie das alles gar nicht interessiert. Das hat alles mit Ritualen und alles mit Topologie und mit Numerologie und alles zu tun. Deswegen verständigen die sich darunter, deswegen die normalen Menschen, die begreifen das gar nicht. Ne? Es gibt eine Freimaurerstraße in Texas, das eben die Freimaurer Noel Bar mit dem Texas New Mexico verbindet. Und diese Verbindungslinie ist auf dem 32. Breitengrad. Ja? Die 32. Breitengrad ist der, den du erreichen kannst aus dir selber heraus. Der 33. ist ja nur ehrenhalber verliehen. Den kannst du aber nicht aktiv irgendwie buchen oder machen. Da musst du schon etwas für leisten und dann hängt das von anderen ab. Ja, und dieser 32. Grad beispielsweise, der wird ja hier beschrieben, das ist von der Mason Road, also die Freimaurerstraße. Ne? So, und nördlich und so weiter dieser Straße, jetzt hier dieses Ort von Columbus, der Entdecker angeblich ist von Amerika, der ja gar nicht ist, ja, sind eben die drei Schwestern Mountains, also da haben wir schon die Trinität. Ungefähr 32 Meilen zwischen Deming und Columbus. Ja, ja. Und wenn man eben diese Linie dann weiterverfolgt und so weiter, dann durchquert die jetzt hier die Geisterstadt von Shakespeare, ja, der ja nie gelebt hat. Deswegen ist ja auch prima, wenn man die Geisterstadt nach ihm benennt, oder? Weil ist ja da der Geist von Shakespeare, aber da muss man keine Angst von haben, weil wenn keiner existiert hat, kann er auch keinen Geist haben. Ja? Und deswegen hat das alles schon damit zu tun. Im Endeffekt, die lachen sich kaputt, weil der normale Mensch, der vergibt die Straßennamen nicht selber. Die werden halt von der Obrigkeit vergeben, gell? Hm? Und der Name hier Shakespeare und die drei Schwestern und so weiter, die finden sich in einer als Verbindung in der Tragödie von Macbeth, die eben ganz viel zu tun hat mit dem JFK-Anschlag. Ja? Macbeth ist eine Tragödie von William Shakespeare, extra grün gemacht. Das Werk handelt vom Aufstieg des königlichen Heerführers Macbeth zum König von Schottland. Oh, schottischer Ritus irgendjemand. Ja, seinem Wandel zum Königsmörder und nach weiteren Mordtaten, die der Erhaltung seiner Macht dienen sollen, sowie zu seinem Fall. Shakespeare, oder wie auch immer, hat das Werk vermutlich um das Jahre 1606 fertiggestellt. Mhm. Die erste Erwähnung einer Aufführung datiert vermutlich auf den 20. April 1611. 1611. Da gab's mal so ein Buch. Die Bibel. Ja. Also Königsmörder, Macbeth, Shakespeare. Und das hat alles mit der 32. Gradlinie zu tun. Das ist alles natürlich nur ein riesengroßer Zufall, wenn man natürlich Macbeth nicht kennt. Die Ereignisse dieser Tragödie werden normalerweise verbunden mit der Exekution von Henry Garnet als Komplize in dem Gunpowder-Plot-Schießpulveranschlag von 1605. In einer Welt der Zufälle. Das hat natürlich alles überhaupt nichts mit Trinität und mit irgendwelchen Glaubenssachen zu tun. Ne? Nein, das ist alles ein Zufall. Genau wie eben die Trinität nichts zu tun hat mit den drei Hexen von Eastwick. Ne? Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ne? Weil diese drei Hexen, die jetzt hier benannt sind, als bekloppte Geschwistern und so weiter, sind eben Figuren genau in William Shakespeares Stück Macbeth. Diese Hexen führen Macbeth schließlich zu seinem Untergang und sie haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit den drei Schicksalen der klassischen Mythologie. Ja, wo sollen die auch sonst herkommen als aus Griechenland? Pharmakos, ach, überall dieselbe Geschichte, ja? Überall dieselbe Geschichte mit Homer und so weiter und so fort, wo man gar nicht weiß, ob Homer überhaupt Odysseus geschrieben hat und ach, weil unter dem Namen Homer zum Beispiel können auch verschiedene Dichter zusammengefasst worden sein, ne? So zum Beispiel jetzt so ein John Doe-Charakter, ne? Oder jetzt hier Max Mustermann oder wer auch immer. Aber genauso wenig, wie ich es immer noch sage, dass Manny P. Hall, glaube ich nicht, dass der seine Bücher selber geschrieben hat. Genau wie viele andere auch. Da kannst du unendlich in die Tiefe gehen, aber du findest halt immer genau dieselben Symbole. Ne? Die Frau mit der Fackel, ja, die genau dieselbe Fackel, die dann auf dem Dili Plaza steht, als oben als Top-Ding auf dem Osiris. Ne? Immer die Fackel, überall die Fackel, überall Feuer. Ne? Wer ist denn der Gott des Feuers? Ne? Gibt da so ein tolles Lied, das so eindeutig ist. Fire, I teach you to burn. Und dann in so einem Dingskostüm über die Bühne hockt. Ne? Also das kennt man dann vielleicht, weiß ich jetzt auch nicht. Kennt man das? Ja. Fire, I teach you to burn. Fire, I teach you to burn. Genau, das ist das.
Arthur Braun. Das haben wir in der satarischen Medienagenda besprochen, ne? Ja, genau. So, da habt ihr den jetzt hier rumwuseln, ne? So, also da wisst ihr genau, das ist der Gegengott, ne? Das ist jetzt hier Satan, ne? Das ist immer dasselbe. Genau, das hatten wir damals mal. Ja. Wenn man diese 32-Grad-Linie dann weiterverfolgt, in einer kurzen Entfernung etwas weiter westlich nach Arizona und so weiter, dann überquert das einen alten Pfad, der eben dann im Norden ist und so weiter, zu einem anderen Geisterstadt, die zu dieser Zeit eben genannt wurde, die Stadt von Ruby. Natürlich absoluter Zufall, weil Ruby ist halt einfach Rubin. Und der Herr Ruby heißt doch eigentlich der Herr Rubenstein, der hat sich nur dann später mal umbenannt. Ne? Warum? Frag ihn mal, er kann sich mal fragen, der ist ja gestorben. Egal wie. Und ein Teil dieses alten Pfades und so weiter, die wurde ihnen bekannt als die Ruby-Straße. Ne? Diese Stadt von Ruby und so weiter, die ist dann eben offiziell dann benannt worden am 11. April 1912. Ne? So, Moment, da, ups, schwupp. Und war dann eben berüchtigt für ganz viele brutale Mörder und so weiter, die eben rituelle Aspekte hatten. Ne? Ja, ja. Ist schon unglaublich brutal. Ist ganz brutale Stadt. Nicht jetzt nur, weil jetzt hier irgendwelche Sachen herumliegen und so weiter. Hat damit nichts zu tun. Aber ist wirklich schon absolut brutal. Hat natürlich aber auch nichts damit zu tun. Hat damit dem Herrn Ruby sicherlich auch nichts zu tun. Der Herr Ruby hatte bestimmt seine Gründe, warum er dann Ruby dann plötzlich den Namen geändert hat. Ne? Weil schließlich hat es ja dann auch irgendwie alles nur mit Zufällen zu tun. Das gibt dann hier eine ganze Mörderstadt, die heißt dann ausgerechnet Ruby. Und nach dieser Stadt benennst du dich dann natürlich. Nein, das tut er natürlich nicht. Diese Stadt von Ruby und so weiter, die ist dann im Blut getränkt. Und es gab dann eine Mine da, die dann gelaufen ist, 24 Stunden am Tag, natürlich nur bei jetzt am Unabhängigkeitstag und an Weihnachten dann geschlossen. Ne? Vielleicht auch zu Ehren von Albert Pike, dem Weihnachtsmann, man weiß es nicht. Ne? Und ab 1940, jetzt pass auf, 1940 wurde diese Stadt dann eben eine Geisterstadt. Und muss ich jetzt was dazu sagen, dass der Herr Ruby nach meinen Informationen genau 1940 seinen Namen geändert hat? Aber das ist natürlich auch nur ein weiterer Zufall in der Reihe von Zufällen, gell? Und deswegen alles, was ihr seht jetzt hier, ist Ruby verhext und so weiter und so fort. Ne? Das ist deswegen auch eine Frage für die Menschen gewesen, weil da so ein ganz fieser Mord geschehen ist, der rituellen Charakter hat. Angesichts der blutigen Geschichte dieser Stadt wäre es keine Überraschung, wenn es in dieser alten Geisterstadt spuken würde. Aber so sehr ich auch suchte, ich konnte keine Geschichten oder Erzählungen über irgendwelche spirituellen Vorgänge dort finden. Eine alte Legende besagt, dass das Handelshaus über dem Grab eines alten Paters errichtet wurde. Nach dem ersten Doppelmord erfuhr ein Polizeibeamter bei seinen Ermittlungen von einem alten Einheimischen, dass dort ein Fluch auf dem Gebäude lastete. Der erfahrene Mensch erklärte dies weiter und sagte, der alte Tio Pedro ist vor Jahren gestorben. Er prophezeite den Bewohnern des Postamts Unheil, weil es über dem Grab eines alten Paters erbaut wurde. Der Ermittler bestätigte den Aberglauben, ganz aktuelles Thema, gegenüber dem örtlichen Polizeibeamten, der ihm mitteilte, dass diese Legende unter den Mexikanern in der Gegend weit verbreitet ist. Ja, die Mexikaner dieser Gegend, Jörg, die haben welchen Glauben? Katholizismus. Genau. Und da gibt es ganz viel mit Aberglauben da drin. Da glaubt man nämlich dann an Maria und da glaubt man nämlich dann an Weihwasser und so weiter. Also ganz viel Aberglauben drin, ne? Ja, ja. Und das ist interessant, weil, wie gesagt, das ist die Stadt von Ruby. Und das hat eben dann auch mit dem Herrn Ruby rudimentär oder rubimentär zu tun. Vor allen Dingen, wenn jetzt zum Schluss vielleicht so ein richtiger Aha-Effekt kommt. Ihr wisst ja, dass die Zeitschrift The Dallas Morning News rausgegeben worden ist, offiziell von dem Herrn Dealey, der ja Hochgrad Freimaurer gewesen ist. Und was schreibt jetzt hier diese Zeitung, The Dallas Morning News, als Lee Harvey Oswald, was ja dann Thema der nächsten Sendung bald sein wird, was schreibt die denn hier? Thousands pay homage to murdered president. Ja? Der Präsident war ein Märtyrer, das schreibt selbst die Freimaurer-Zeitschrift. Ey, ist das nicht ein Eingeständnis schon? Ja? Märtyrer heißt, als Strafe für das Festhalten an einem religiösen Glauben, insbesondere im Christentum, zu Tode gebracht. Und deswegen habt ihr hier den Märtyrer Park, wo der John F. Kennedy vorbei musste, ob er wollte oder nicht, weil er war ja schon tot. Also zumindest war er natürlich getroffen, aber da musste er einfach durch oder dran vorbei. Ne? Von der anderen Seite sieht das so aus. Der Märtyrer Park links. Hier kam der Kennedy raus, Elm Street. Und hier seht ihr genau den Gerichtshof, der eben Szene einer Erhängung war von Jane Elkins, einer Großmutter und Sklavin, die eben ihren, was weiß ich, ihren Obhutsmann oder was weiß ich dann da ermordet hatte. Also nochmal, das geht sich hier um christlichen Glauben. Ne? Wenn die eigene
Dallas Morning News sagt der Märtyrerpräsident. Ja, dann ist es ganz klar, dass dieses Attentat einen religiösen Hintergrund haben muss. Das steht hier drin als Märtyrer. Es ist sowas von simpel, wenn man das alles mal miteinander vergleicht. Wirklich. Ja, das hat alles mit rituellen Sachen zu tun, genau wie mit dem Aberglauben jetzt hier mit dem katholischen Priester. Ja, das ist aber alles tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, dass es da irgendeinen Effekt haben könnte, wenn es auf der 32. Breitengrad dann da läuft und auch die Freimaurerstraße dann heißt, Mason Street. Ja? Und die Ruby-Straße und so weiter, die geht dann eben nach Norden und so weiter in einem Gebiet, die dann eben die Kennedy- und Johnson-Berge heißt. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Der Mount Kennedy wurde dann auch nach dem John F. Kennedy benannt, 1965. Und er ist bestiegen worden, gucken wir durch wen? Robert Kennedy, sein Bruder. In Begleitung erfahrener Alpinisten. Und er hat dort mehrere persönliche Gegenstände in Gedenken an seinen ermordeten Bruder abgelegt. Also es gibt doch keine Zufälle, oder? Gut, dass ich meine, der Herr Johnson, der aus der Stadt Johnson kommt und so, das kann ja noch ein Zufall sein, aber dass man für Kennedy ausgerechnet dann so einen Berg ausgerechnet da, an diesem Breitengrad und so weiter in dieser Gegend dann halt benennt, puh, ein reiner freimaurerischer Zufall, oder? Das ist alles nur Zufall hier, glaubt mir, das kann alles nur ein Zufall sein. Ihr habt dann irgendwann 400 Zufälle in diesen ganzen Lesungen, aber das ist garantiert alles nur ein Zufall. Also mir fällt das alles zu, wenn ich das sehe, dann gucke ich mir das an und sehe ich dann plötzlich, Moment mal, alles hat irgendwie mit Freimaurerei zu tun, ne? Fredericksburg beispielsweise jetzt hier in Virginia, die mit dem mit der Freimaurerei zu tun haben, dass die Lokation, also hier dieser Ort und so weiter, ist benannt als House of the Rising Sun. Ja. Das ist ein Versammlungsort für George Washington, Hochgrad Freimaurer und Benjamin Franklin. Haus der aufgehenden Sonne, ein Treffpunkt der Freimaurer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist immer dasselbe. Der berühmte Höllenfeuerclub. Ja, was glaubt ihr denn, was die da machen? Pfeifchen rauchen? Das ist immer dasselbe. High Society. Die treffen sich immer nur im Dunkeln, in der Finsternis und dann letzten Endes natürlich immer hinter verschlossenen Türen. Und deswegen, das ist sehr interessant, die Geschichte, die vielleicht für manche ein bisschen spökerisch oder spukmäßig uns hier angehaucht ist, aber überlegt euch mal Folgendes, was dieser Mensch hier sagt, und das ist auf den Punkt hinaus. Ja? Er sagt jetzt hier, Sorcery is not what 20th century man can accept as real. Also Zauberei oder Magie oder wie auch immer ist nicht das, was der aufgeklärte Mensch des 20. Jahrhunderts als real, als wirklich akzeptieren kann. Das ist genau das Ding. Ja? Komischerweise aber genau werden die Leute dann mit einer Single Bullet oder Magic Bullet Theory abgespeist. Ja? Die lachen sich doch kaputt. Die lachen sich doch kaputt. Ja? Zauberei ist nicht das, was der Mensch des 20. Jahrhunderts als real akzeptieren kann. Der glaubt nicht mehr an die Bibel, der glaubt nicht an Geheimgesellschaften, der glaubt letzten Endes nur das, was der bekloppte Fernseher dem erzählt. Und der Fernseher lügt die Menschen an. Ja. Ja. Präsident Kennedy und seine Frau verließen den Tempel in Houston und wurden um Mitternacht von einer unermüdlichen Menschenmenge in Empfang genommen, als Sonnengott und seiner umwerfenden erotischen Freude Königin der Liebe und Schönheit in Fort Worth. Am Morgen des 22. November flogen sie zum Gate 28 in Lovefield, Dallas, Texas. Die Zahl 28 ist eine der entsprechenden Salomos in der kabbalistischen Numerologie. Der salomonische Name, der als 28 zugeordnet ist, lautet Biel. Am 28. Grad, Breitengrad im Staat von Texas, ist etwas, zum Beispiel die gigantische Kennedy Ranch. Auf dem 28. Grad ist auch Cape Canaveral, von welchem also der angebliche Mondflug und so weiter dann eben angeblich möglich gemacht worden ist, natürlich mit kräftiger Hilfe der Freimaurerei. Der 28. Grad, der Templer und so weiter, ist der König der Sonne. Und natürlich heißt das Flugzeug dann auch noch von den Engeln. Also du kannst da jetzt unglaublich reingehen, aber wie gesagt, du hast immer diese ganzen Symboliken, du hast immer diese ganzen Namen, du hast immer diese ganzen Geschichten. Und Dealey Plaza ist eben dann ganz nah am Trinity River. Das ist der Dreieinigkeitsfluss. Und Silver 22, die Autokolonne fuhr vom Flughafen Lovefield zur Dealey Plaza. Dealey Plaza ist der Standort des Freimaurertempels in Dallas, worauf eine Tafel auf dem Schild hinweist, wie wir gesehen haben, die erste Fraternal Lodge. Eine wichtige Schutzstrategie für Dealey Plaza wurde von der CIA Station in New Orleans, übrigens dort, wo der Lee Harvey Oswald dann mal gewohnt hatte, deren Hauptquartier sich in einem Freimaurertempel befand. Dallas, Texas liegt 10 Meilen nördlich des 33. Breitengrades. Der 33. Grad ist der höchste in der Freimaurerei und die Gründungsloge des schottischen Ritus in Amerika wurde in Charleston, South Carolina, genau auf der Linie des 33. Grads gegründet.
Ja, und deswegen habt ihr nämlich genau diese Gebäude überall. Die Didi Plaza liegt in der Nähe des Trinity Rivers. Um 12:22 Uhr fuhr der Autokorso die Main Street hinunter in Richtung Triple Underpass, also diese Unterführung, und zunächst die blutige Elm Street hinunter. Letztere war Schauplatz zahlreicher Schießereien, Messerstechereien und anderer Gewalttaten und beherbergt das Majestic Theater, das Pfandhaus Negerviertel und das Industriegebiet. Es war auch die Heimat der Blood Front Tavern, eine masonische Begegnungsstätte in der großen Tradition dieser Freimaurerei. Und deswegen hat es auch damit zu tun mit dem grünen Drachen und so weiter in Boston. Boston ist genau die Stadt, wo Kennedy wieder herkommt und so weiter und so fort. Ja, das ist genau dann da. Ne? Green Dragon Tavern, die Taverne, da habt ihr das nochmal in groß. Dragon, da habt ihr den Drachen dabei. Nie so etwas gehört im Fernsehen, oder? Hat nie jemand irgendwie mal so behauptet, hat nie jemand irgendetwas gemacht. Nee, und so weiter und so fort. Und übrigens auch auf der Elm Street sind auch die Bürogebäude der Texaco All Corporations. Ja, All Corporations. Ne? Texaco. Texaco heißt Texas All Corporation. Also Öl hat eine ganze Menge zu tun mit Texas. Und dann sieht da natürlich auch den Stern, das Pentagramm, das Symbol des Staates Texas. Und auch auf der Ecke von der Elm Street und Houston ist das Sexton Building. Ja, und Sexton hat eben auch viel zu tun mit den Beatles, Totengräber der Gattung Necrophius und so weiter, Aaskäfer und so weiter. Ja, das ist Sexton. Ne? Sexton, was mal Sexton war, ist dann später geworden Texas Schoolbook Depository. Ja. Ich kann nicht ohne das jetzt abschließen, weil das wird euch wahrscheinlich dann. Die blutige Elm, Main und Commerce Street formen einen Dreizack. Muster und so weiter mit dem Triple Underpass, wie eben jede Dallas-Karte eben zeigen wird. Viele Analysten sagen eben, dass deswegen mindestens drei Attentäter involviert waren in dem Kreuzfeueranschlag auf Kennedy. Das sagt ja beispielsweise auch Jim Mars. Kreuzfeuer, ne? Also Kreuzfeuer heißt aus verschiedenen Ecken. Und hier seht ihr eben, das ist nicht nur eine Pyramide jetzt hier, wenn man mit viel Wohlwollen irgendwie macht oder mit den Laternenmasten hier, sondern auch ein Trident, also ein Trident. Wie beispielsweise das Trident der italienischen Firma Italien, ne? Die ist nach dem Neptunbrunnen übrigens benannt, Maserati. Maserati ist einfach eine Konglomeration von verschiedenen Brüdern gewesen. Die Freimaurerei und so weiter, die hat eben ganz viel damit zu tun mit der Symbolik der drei und auch mit dem Tridente. Brzezinski, The Grand Chessboard, die Leute, die hinter dem ganzen Freimaurerei und alles dann stehen. Die Freimaurerei sieht die Erde als Spielbrett an, ne? The Grand Chessboard. Und in zusätzlichen Ausrichtungen und ist besessen und beschäftigt sich im besonderen Maße mit Eisenbahn und Eisenbahnpersonal. Und zwar in einem Ausmaß, das außer Anwälten und Zirkusartisten kein anderer Beruf, sagt die Webseite, einen höheren Prozentsatz an Freimaurern aufweist als Eisenbahner. Oh, die hatten Loge oben, ne? Bei dem Attentat von Kennedy. Die hatten Loge, die haben nämlich alle sehen können von hier oben. Also zumindest mehr sehen können als die anderen Menschen, ne? Die hatten den Überblick hier, die hatten Loge. Also Loge ist natürlich ein Begriff aus der Freimaurerei, klar, ne? Aber passt ja dann irgendwie, oder? Und als sie dann gesagt haben, nee, also die Schüsse, die kamen also aus den Bäumen her, ja, dann kann das ja durchaus sein, dass da Schüsse aus den Bäumen kamen. Aber die Warren Commission hat natürlich all diese ganzen Aussagen von den ganzen Eisenbahnarbeitern natürlich dann völlig ignoriert. Und auch zu Recht, weil die hatten ja schon vorher ihre Conclusio, ne? Und deswegen sind natürlich auch diese drei Tramps, also diese drei Assassination oder drei Ruffians oder Jubelo, Jubela und Jubelum, wie auch immer, dann da verhaftet worden in einem Eisenbahnwaggon. Das hat also auch wieder etwas mit der Freimaurerei zu tun. Abgesehen davon, überlegt euch mal bitte, wenn ihr mal Analogieketten macht, dass Eisenbahn nicht das Beförderungsmittel der reichen Menschen, sondern der Armen ist. Und diese drei Ruffians, die waren ja unworthy craftsmen, die waren ja unwürdig, das waren ja einfach nur irgendwelche billigen Gesellen. Deswegen müssen sie natürlich mit der Eisenbahn fahren, ne? Eisenbahn ist auf der Nordseite, der Elm Street da oben. Ne? Das ist genau an der Straße da, wo kein Geld ist, gegenüber der Kommerzstraße, logischerweise. Ne? Und deswegen gab es auch witzigerweise überhaupt keine offiziellen Ankündigungen ihrer Namen, ja, für über 20 Jahre. Faszinierend, oder? Faszinierend. Ja? Didi kann man übrigens auseinandernehmen. Dea heißt Göttin und Lei heißt eben dann das Gesetz, also das Gesetz der Göttin. Ne? Ist auch sehr interessant. Aber noch interessanter, was es vielleicht machen wird, ist jetzt genau die Geschichte mit der Trident-Seite. Das hat ja mit dem Trident River zu tun, der vorher da geflossen ist, wo heutzutage die Didi Plaza steht. Der Fluss musste ja verlegt werden. Ne? Und deswegen ist das genau dieselbe Symbolik wie 9/11. Tete. Symbole sind ausschlaggebend,
um eben Kriminalfälle aufzuklären. Und deswegen heißt auch nicht zufällig, die vorbereitende Operation zur Gefangennahme und Tötung von Osama bin Laden, der laut der pakistanischen ehemaligen Premierministerin Benazir Bhutto, die auch kurz nach dieser Aussage dann selber ermordet worden ist, schon längst da tot war. Ne? Und so hat jeder seinen 9-11. Ne? Auch wir in Deutschland. Und wir werden hier auch letzten Endes veralbert. Ne? Das hat natürlich auch nichts mit der Mauer zu tun, ne? Freimaurer, natürlich nicht. Ne? Klar, das ist alles nur Zufall, oder? Und das ist, glaube ich, das Bild der Bilder. Nochmal, alle Attentate und alle Rituale hängen zusammen. Wer Augen hat zu sehen und Ohren hat zu hören, kann keinen offiziellen Medien mehr trauen. Wenn man diese Offensichtlichkeiten nicht sehen will, und die werden nicht benannt. Das ist der Neptun, der Gott der Fontänen und Wasserfälle in der römischen Religion. In der römischen Religion, nicht in der griechischen. Da heißt er nämlich dann Poseidon. Neptun ist der Bruder von Jupiter und Pluto. Und der Unterwelt. Moment mal, Unterwelt? Osiris ist ja auch der Gott der Unterwelt in dem Ägyptischen. Ne? Also ist doch Neptun genau dasselbe wie Osiris. Neptun ist dasselbe wie Osiris, gell? Der Gott der Fontänen, da dachte ich mir, das passt. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich so viele Folgen gebraucht habe, weil plötzlich geht jetzt alles zack, 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 zack. Das ist der Wolkenkratzer, der sichtbar ist von der Didi Plaza. Und deswegen heißt er auch Fountain Place. Weil der ist natürlich dem Gott der Unterwelt, Neptun, oder wenn ihr wollt, dem ägyptischen Gott der Unterwelt, Osiris, angedacht. Und da habt ihr dieselbe Symbolik, wie oben so unten. Da habt ihr alles in einem. Das ist alles dasselbe. Der Gott der Fontäne, und das Ding heißt Fontänenplatz. Natürlich. Und das ist dann der Ausläufer von der Didi Plaza, wenn man so will. Dieses Ding hier steht ungefähr hier. Also wenn man jetzt hier so die Didi Plaza jetzt hier von der Elm Street und so weiter, steht ungefähr hier. Natürlich dann genau auslaufend an der Elm Street, an der Straße des Todes. Also nochmal, die Elm Street ist in jedem Falle dem Gott der Unterwelt geeignet oder dem Gott der Unterwelt angedacht und gewidmet. Das ist alles genau dasselbe. Es ist alles immer genau dasselbe. Ob der jetzt Neptun heißt, Poseidon heißt oder Osiris heißt, ist völlig egal. Es ist sowas von offensichtlich. Nur, dass eben der World Trade Center hier nicht mehr steht. Aber es gibt ja nur wirklich genug Fotos. Und jetzt habt ihr hier einen Grund, warum die Freimaurer sich in diesem Gebäude hier unten in der untersten Ebene, wenn man so will, auch noch verewigt haben. Ansonsten, es gibt doch keinen architektonischen oder Stabilitätsgrund, warum man ausgerechnet das in so einer gebogenen Linie macht. Es ist immer genau dasselbe. Ihr habt da quasi, wenn ihr so wollt, in dem World Trade Center sogar noch die Elm Street und die Main Street und die Commerce Street mit drin. Es ist immer dasselbe. Und deswegen gibt es auch Neptun-Logen und so weiter und so fort. Es gibt alle möglichen Geschichten. Und jeder kriegt genau die freimaurische oder geheimdienstgeschichtliche Dinge, die er dann braucht bei 9-11. Egal, ob man jetzt 11-9 oder 9-11 schreibt. Es ist immer genau dasselbe. Es sind Freimaurer am Werk. Es sind Geheimgesellschaften am Werk, die mit Numerologie und Symboliken spielen. Es ist immer genau dasselbe. Den Tempel von Poseidon. Ja? Und deswegen gibt es sogar Webseiten, die sagen, das ist alles Blödsinn. Ja? Das ist Mind Control, das ist alles Blödsinn. Das gibt's alles gar nicht. Natürlich gibt's das. Ich habe es gerade jetzt, glaube ich, in fast wieder einer etwas zu langen Sendung, habe ich jetzt überall jetzt hier schon wieder benutzt und gezeigt. Wenn man das nicht sehen will, ja, wenn man das nicht sehen will, mit den ganzen Tempeln, mit den ganzen Freimaurerei, dann ist man blind. Ja, dann ist man blind. Die Freimaurerei benutzt zum Beispiel den Typhon hier, den Gott und so weiter des Bösen und so weiter und so fort. Ja, warum heißt denn jetzt hier der Eurofighter Typhoon? Der bringt doch auch den Tod, oder? Das ist ein Kriegsflugzeug, der beherbergt keine Passagiere für eine Ausflugstour. Das ist ein Mordinstrument. Da sind Bomben dran, Raketen dran, damit kann man Menschen umbringen. Ein Kampfflugzeug, da sind wir schon wieder beim Mars. Das ist immer dasselbe. Tornado ist auch nicht gerade das Schönste, ne? Wenn man sich so vorstellen kann, wenn man draußen sitzt und hat gerade eine Gartenparty, ne? Braucht man keinen Tornado. Ne? Und deswegen hängt alles zusammen. Ne? Kennedy, Ugly Head, habe ich schon in der ersten Folge mal benannt. Und er war eben, wenn man so will, ein Sündenbock und so weiter in einem Opfer, natürlich.
Oswald meint übrigens die göttliche Stärke, wenn das so stimmt. Aber auf jeden Fall hat Oz ganz viel mit dem Zauberer von Oz zu tun. Ihr könnt da immer so weiterspringen. Das hat auch damit Elton John zu tun, der euch nur verrät, wie die Straße jetzt hier heißt, aber nicht, dass es eben eine Szene ist aus dem Wizard, aus dem Zauberer von Oz. Der Elton John, ne, der natürlich was? Eins ist natürlich weltbekannt, ne, Ritter und natürlich Sodomist. Ne? Also das eine schließt das andere nicht aus, bedingt vielleicht sogar das eine. Wenn man dann überlegt, dass Kevin Spacey, den der Jörg vor der Sendung benannt hat, ja auch Ritter ist. Ne? Der ist KBE, der ist Knight of the British Empire. Das sind alles Ritter. Die führen alle Krieg gegen die Wahrheit. Deswegen hat der Wizard of Oz auch nicht umsonst etwas Hellgrünes hier. Ne? Das ist alles genau dasselbe und der Regenbogen ist da nur Fassade. Und die Hexe, die da oben ist, die ist da auch nicht zum Spaß. Ach, das geht immer so weiter in diesem Leben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie tief das geht. Ja? Du kannst dir das nicht vorstellen, wie tief das geht. Ne? Und da haben wir dann auch wieder bei dieser Zauberei und diesen ganzen Spürks, da haben wir auch wieder unsere unglaublich talentierte Astrophysikerin, die eigentlich in ihrem Hauptberuf anscheinend nur Schauspielerin ist. Da habt ihr auch diesen Greenscreen. Das ist alles Zauberei, Zauberei, wie das Rödel am Hachtrein-Projekt oder der Pfad der rechten Hand dann sagen würde, ne? Right Hand Pass. Ne? Das magische Königreich von und so weiter und so fort. Dann habt ihr dann auch die nächste Geschichte von Jack Ruby, weil das sind nämlich die Ruby Slippers, ne? Das hat nämlich alles mit Zauberei, Zauberei zu tun, ne? Der Herr Ruby hat ja auch so eine Zauberkugel gehabt, die den Herrn Oswald so frack niedergestreckt hat, ne? Mhm. Ja. Ruby, Rubinrot. Wenn jemand rote Schuhe hat, Stefanie, wofür stehen rote Schuhe? Für Blut und Sünde. Genau. Ist also alles nicht positiv. Ist alles nicht positiv. Ja? Ruby Light ist übrigens ein Laser. Ne? Da haben wir hier bei Darth Vader. Ne? Der sieht ja auch nicht besonders nett aus jetzt hier. Ne? Und das hat alles damit zu tun. Wie gesagt, das sind alles Rituale. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie tief das geht, wenn wir in die Geschichte mit Oswald reingehen. Ne? Wo ist der Oswald getroffen worden? Im Solarplexus. Ich mache mich nicht lustig darüber, ne? Aber genau da ist er getroffen worden, ne? Solar Plexus. Ah. Und wisst ihr, wo das ist hier? Das ist genau am Eingang von der Hauptstraße jetzt hier, die ja lang führt, also der Houston Street. Ja, ist genau da, wo hier quasi, hier ist der Bürgersteig, hier genau in der Ecke ist der Bürgersteig. Ja, und hier auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich das reingeklebt habe, jo, habe ich. Ja, hier ist das genau und der musste genau dann da ermordet werden, wo er den Osiris dann quasi da sehen konnte. Osiris ist der Sonnengott und der Gott der Unterwelt. Das sind alles Rituale. Auch die Ermordung von Oswald ist ein Ritual. Der wird in den Solarplexus geschossen und zwar genau dann da, wo er quasi Sonnenlicht sieht. Und wo er dann quasi dann da rausgeführt wird. Ja, wo er gar nicht anders kann, weil er nämlich dann eben von Polizisten dann halt im Schlepptau ist. Und dann eben rausgeführt genau dann hier. Der ist nicht irgendwie innen drin ermordet worden oder heimlich. Der ist in aller Öffentlichkeit hingerichtet worden, genau wie Kennedy. Und das ist genauso ein Ritual, nur ein bisschen anders. Und deswegen hängt das alles zusammen. Jetzt stell dir mal vor, ich würde jetzt wirklich in jede Kleinigkeit hier reingehen, ja, dann würden wir 500 Folgen für Kennedy brauchen. Ne? Aber das ist das eben mit der ewigen Flamme. Ne? Es ist eben der Gott des Feuers. Es ist nach wie vor immer noch Baal und es ist nach wie vor immer noch dieselbe Geschichte. Aber das schönste Bild, was ich jetzt fand, und damit mache ich jetzt echt den Abschluss jetzt hier und gebe euch den beiden mal das Wort, das schönste Bild, was ich wirklich gefunden habe in der ganzen Geschichte, fand ich jetzt zumindest hier, war halt eben genau dieser Fountain Place, und eben genau dieses Bild, wo ich sage, also wer das jetzt immer noch nicht sieht, der braucht noch ein bisschen. Oder der möchte es nicht sehen. Von daher, danke, dass ihr euch das alles angesehen habt. Und ich hoffe dann, dass es zum Schluss eine sehr, sehr aufregende und interessante Reise geworden ist zur Dealey Plaza mit dem Abschluss des Kennedy-Rituals, weil in der nächsten Folge werden wir nämlich dann zu der Ablenkungsorganisation rund um den Herrn Oswald kommen. Bevor wir dann zu dem Ablauf des eigentlichen Anschlages dann halt später kommen werden. Deswegen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und gebe dann ab an den Jörg und die Stefanie. Ihr könnt euch ja überlegen, wer zuerst möchte. Ja, ich hätte schon einen kleinen Gedanken, den ich eben nochmal sagen möchte. Und das passt zu dem Bild, was jetzt gerade hier als Standbild in dem Video jetzt auch drin ist, wo du das World Trade Center zusammengefügt hast mit dem Bild von dem Dealey Plaza in Dallas. Du hast gesagt, ja, das kommt von dem Dreizack, ja, von dem Poseidon oder eben auch dem Neptun, der ja eben der Meeresgott ist mit diesem Dreizack. Mich erinnert das hier, weil wir es ja auch ein bisschen religiös beschauen wollen, an die Trinitätslehre. Die drei, die in ein zusammenlaufen.
oder die drei, die aus einem herauskommen. Es muss es ja sein, wenn ich eben da reingrätschen darf, weil das, wie gesagt, in Dallas einfach der Grund einfach ist, weil da eben dieses Trinity River eben da ist, ne? Der vorher ja. Der Trinity River eben der Trinity Fluss gewesen ist, ne? Genau. Ja gut, nicht nur jetzt der Trinity Fluss, sondern wenn man sich halt diese Säulen anguckt, dann sieht man, wie das aus einem entsteht und wie sich das in drei aufteilt. Und die römisch-katholische Kirche, die satanische Kirche ist, die diese Welt beherrscht, wissen wir ja, ist diejenige, die die falsche Lehre einer Trinität verbreitet über den Gott. Und hier geht ja alles um Gott ohne Copyright jetzt, also ohne Urheberrecht. Hier geht es halt um den Gott der römisch-katholischen Kirche. Hier geht es um den Gott der Freimaurerei. Hier geht es um den Gott der, sage ich jetzt mal so ganz flach, der Satanisten. Ja? Und diese Darstellung dieser Säule aus einem drei oder drei aus einem ist eben für mich eine absolute Versinnbildlichung dieser falschen Trinitätslehre. Was auf wieder auf einem ganz anderen Level damit bei ist. Und das ist das, was mir jetzt vor allen Dingen aus dieser Sendung zurückbleibt. Dafür finde ich dieses Bild unglaublich gut gemacht von dir. Das ist nicht von mir, das ist nicht mir, das habe ich so gefunden. Na gut, dann hast du es so gefunden. Auf jeden Fall sagt das Bild mehr als 1000 Worte, wie das oftmals bei solchen Bildern auch ist. Es symbolisiert eben diese falsche Trinitätslehre, die eben von die weltbeherrschenden Kirche gelehrt wird, das nicht die Lehre der Bibel ist. Und das müssen wir eben auch mal ganz deutlich begreifen. Und dass sie das dann in alle ihre Rituale oder zumindest in dieses Ritual hier so deutlich mit eingebaut haben, damit wollen sie uns eben ganz klar sagen, dass ihr drei einer Gott, der ist, der alles beherrscht und der uns alles weismachen kann, wenn wir nicht unsere Bibel haben. Wenn wir nicht selber in der Bibel nachforschen, so wie die Beröer das getan haben in Apostelgeschichte 17, Vers 11, die alles in dieser Welt an der Bibel messen. Wenn man das nicht macht, dann sieht man solche Dinge nicht, dann versteht man solche Dinge nicht, ja, und dann glaubt man an die Trinität und dann ist man damit jemand, der im Grunde den Geist des Antichristen hat und verloren ist. Und wir wollen ja gerne, dass unsere Zuschauer nicht verloren gehen, sondern dass sie errettet werden und dass sie diese Lüge erkennen. Und da war diese Sendung sicher ein ganz wichtiger Beitrag zu, um das sicherzustellen. Dafür meinen herzlichen Dank. Und was mich am meisten beeindruckt hat, habe ich ja gerade eben gesagt. Und jetzt hören wir sicher noch, was die Stefanie darüber denkt. Also, was ich darüber denke, ist Folgendes. Es ist unglaublich, wie breit das alles gefächert ist und wie intensiv der Michael all das recherchiert und hier zusammenträgt. Es gibt wirklich an allen Ecken und Enden kleine Abzweigungen, die irgendwann wieder in diesen Gesamtablauf reinfließen. Dieses Bild, das du jetzt gerade hier noch offen hast, ist einfach perfekt. Also ein großes Kompliment an den, der das gemacht hat, der auch so weit gedacht hat, der das gesehen hat. Der hat eine großartige Sache hinterlassen. Ich finde es auch unfassbar mit dem 32. Grad und was alles auf dem zu finden ist, genauso wie auf dem 33. Grad, diese ganzen Ortschaften, diese ganzen Lokalitäten, alles. Es ist unglaublich, wie all das zusammenkommt und wie du das alles findest und uns hier zur Verfügung stellst. Man bleibt sprachlos zurück, wie jedes Mal nach deiner Sendung. Ich kann dir auch nur Danke sagen, dass du uns an all dem teilhaben lässt. Und kann mich auch Jörg nur anschließen, wir müssen die Bibel lesen, damit wir die Wahrheit sehen und erkennen und damit wir gerettet werden. Weil wenn wir in dieser Welt weiterleben, ohne das zu beachten, ohne darauf zu schauen, dann haben wir wirklich keine Chance mehr. Nochmal Dankeschön und tschüss und bis zum nächsten Mal.